Hallo! Hey, wir konnten uns für heute Abend leider nicht entscheiden, ob wir Fortnite spielen wollen oder Minecraft. Also spielen wir es einfach zusammen. Lego Fortnite. Hey, einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen in dieser illustren Runde mit Sam, Sarah und Jen an meiner Seite. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo, schön, dass Florian, du uns eingeladen hast. Natürlich. Schön, dass du hier am Nachmittag hier bist. Na klar, gerne. Ihr kennt mich ja. Ich spiele gerne Videospiele, aber am liebsten in der Lego-Variante. Dark Souls Lego, Counter-Strike Lego und jetzt natürlich Fortnite Lego. Es ist ganz neu, es ist ganz frisch und es kombiniert so ein bisschen Fortnite und Minecraft. Beide Spiele, die ich noch nie gespielt habe. Dafür seid ihr hier. Habt ihr Erfahrung mit den Spielen? Nee. Nein. Na, gar nicht. Sarah, nicht mal du ein bisschen Minecraft gedaddelt? Doch, Minecraft ist auf jeden Fall, aber ich habe jetzt nicht viel Fortnite-Erfahrung. Ich habe jetzt witzigerweise gestern noch kurz reingeguckt und ich glaube, das wird richtig gut und richtig lustig, weil es ist, wie man so schön sagt, der heiße Scheiß gerade. Vielleicht nicht ganz in unserem Alter, aber ich glaube, dass das richtig lustig werden kann. Denn du hast zumindest schon mal einen Fortnite-Tanz getanzt in deinem Leben. Auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Na gut. Aber gut. Du. Ich natürlich schon, jeden Tag. Ich freue mich, wir sehen alle exakt gleich aus, weil wir neu starten in diesem Spiel. Es ist so ein klassischer Fortnite-Battle Royale-Survival-Aufbau. Strategie. Ja, Streich Battle Royale quasi auslassen tatsächlich. Aber kein Problem. Das heißt, normalerweise Fortnite, ja, es sind x Leute auf der Map, einer bleibt übrig. Ist das hier auch so? Nein. Nein, okay, gut. Wir starten friedlich. Jetzt gerade in eine ganz neue Welt rein. Du bist der Gruppenanführer. Na tatsächlich. Klar. Und musst uns da gut durchführen. Und wir fangen dann einfach mal an, ein bisschen zu farmen. Wahrscheinlich gibt es da ein bisschen Holz, ein bisschen Steine, ein bisschen. Okay. Und du hast schon ein Pad am Start? Ja, ich habe mir als einzige einen Controller gewünscht. Ihr spielt mit Maus und Tastatur. Ja, ich dachte, das ist ein Ego-Shooter, oder nicht? Nee. Fortnite? Okay, spiel, du willst. Es wird wirklich eher Minecraft, als dass es Fortnite. Du musst, okay, du musst alles, was du über Fortnite weißt, vergessen. Okay, das ist gestehen. Damit würde ich sagen, wir starten rein. Hier sieht man unsere illustre Truppe schon. Wir sind die Rocket Beans 2, 3, 4, 5. Eine Person haben wir am Flughafen vergessen. Darüber reden wir gerade mal nicht. Und jetzt starten wir rein mit Welt. Und das heißt, nur wir vier sind auf dem Server. Da sind keine Trolle oder sowas. Okay. Neue Welt. Wir können ja direkt schon mal klären, was für Survival-Erfahrungen ihr habt. Welche Rolle nehmt ihr normalerweise in solchen Kontexten ein? Essen suchen. Essen suchen? Ganz sammeln? Richtig. Ich bin Medic, ich will heilen, ich habe ein Krankenhaus, Lazarett, ich flieg euch wieder zusammen. Okay, das heißt, du baust unsere Betten gleich, Sam sammelt. Ich koche was, ich sammle. Dann sammle ich und du baust uns. Naja, ich habe gelernt, dass guter Schlaf richtig wichtig ist beim Survivalen und das würde ich. Okay, du würdest einfach schlafen. Stabil. Dann schon mal gute Nacht. Ich würde aber sagen, wir machen Überleben, oder? Also da sind man mächtige Gegner dabei, gegen die wir uns erklären müssen. Ja, Gegner. Sieht Nummer, ich nehme mal die 4. Lass mal leer. Okay, gut. Protest an die 4. Hunger an, würde ich sagen. Generelle Lebenseinstellung. Ja, ja. An, alles an. Okay, let's go, los geht's. Ihr habt gar keine Kopfhörer auf. Wollt ihr gar kein audiovisuelles Erlebnis haben? Wollt ihr gar nicht drin sein? Wollt euch nachher hören. Unterhalten uns erstmal ein bisschen. Ja, das können wir doch so kennen. Auch. Doch. Alle erstmal leiser stellen. Ich will nichts von diesen Leuten hören. Ihr müsst beide nochmal auf bereit drücken. Ja. Oh, Verzeihung. Ready. Was ist denn bereit? Es wird auch komplett nicht verwirrend, dass wir alle gleich aussehen, außer Sam, die hat einen Pferdeschwanz. Und ich weiß aber auch nicht, warum, tatsächlich. Ich hätte lieber die beiden Boppels gehabt. Keine Boppels für dich heute. Schade. Stimmt, okay. Dann bist du Rocket Beans 3, Sam? Ja. Ich bin Rocket Beans 5 scheinbar. Du, Sarah, bist Rocket Beans 4. 4. 4, dann ist... Ja, das müssen wir uns jetzt alle gut merken. Warte auf Beginn der Spielersuche. Hat jetzt... Ah, da sieht man. Da sind wir drin. Ah, es gibt sogar den Bananentypen. Wunderbar. Aber es gibt scheinbar eine Wüste. Ach, das sind Fortnite-Figuren, glaube ich, ne? Die Banane. Und der Bär? Ja. Okay, wir müssen so mal ein bisschen wieder unsere innere Jugend entdecken. Wir müssen wieder aufschließen können, damit wir morgen auf dem Schulhof mit den jungen Kids wieder ein bisschen reden können und so ein bisschen was über Fortnite lernen. Ja, ich will mindestens einen Lama sehen heute. Okay. Mhm. Okay, das sind hohe Erwartungen. Oh, guck mal. Ach, guck mal, da sind wir doch schon. Ach, das sieht ja schön aus. Ja, ja, der Look ist wirklich super cool, weil ich... Hühner! Man kennt's natürlich. Hey! Hör auf! Warum? Huhn ist Nahrung. Nein! Hunger an, Sam, hast du es nicht gelesen. Hunger ist an.
Aber die legen doch bestimmt noch Eier für uns. Die können wir doch für unsere Farm. Okay, bevor wir uns jetzt alle verlieren. Alles einsammeln erstmal. Wollen wir erst sammeln? Okay. Wollen wir uns eine Location scouten? Ja, hier ist doch ein schönes Feld gewesen. Oder wollen wir vielleicht näher ans Wasser? Gibt's Wasser? Ist immer eine gute Idee. Okay, ich habe jetzt schon keine Ahnung. Da sind zwei von euch. Ja, wer hat denn von euch am meisten Survival-Erfahrung? Wer hat am meisten Seven vs. Wild gesehen? Wer kann mal sagen, wo man irgendwie sich aufbauen soll? Ich muss passen. Ich habe überhaupt keinen Sound. Aber ich kann auch Granit einsammeln. Ja, hier sieht halt bisher noch alles. Guck mal, das ist eine schöne Weide. Ich habe uns bei der Weide irgendwie aufgestellt. Ist Weide denn eine gute Idee? Wie wär's denn mit Wasser? Ich bin jetzt kein Experte, aber sowas wie Wasser. Ich sehe halt keins. Wer ist sie denn? Na, das sind diese blauen kleinen Steine. Nee, Farbenbomber. Ah, Kürbis. Guck mal, das ist ja ein prächtiges Wonneparadies hier. Wo sind NPCs? Oh, die hier. Ich unterhalte mich rum mit dir. Ich bin noch nie an einem neuen Ort wie diesem gewesen, aber ich bin froh, dass wir gemeinsam hier sind. Oh. Okay, ich sag jetzt aber tschüss. Ich mag deine Haarfarbe. Bisschen Stück Fleisch. Glaubst du, man kann die Haarfarbe klauen? Farbenbomber? Das ist ihr Name? Können wir Materialien auseinandernehmen und unsere eigenen Haare färben? Ich glaube, nein. Wir haben eine Map. Ich glaube, für V-Bucks. Oh, ich hab hier sonst nicht. Hier im Osten ist ein Haus. Oh. Da ist ein wolfähnliches Wesen. Ja, wolfähnliches Wesen. Vielleicht wollen wir das schon glatt machen? Weil wir alle drauf, wir haben nicht mal Waffen. Ja, ach so. Ja, okay. Der hat ein Ausrufezeichen in seinem Kopf, der hat uns schnell weg. Ich habe jetzt schon zu wenig Energie. Oh ja, guck mal, hier ist ein kleines Häuschen. Wollen wir hier einziehen? Oh, der haut die Kuh um! Der haut die Kuh um! Wer haut die Kuh um? Der Wolf! Du bist hier weg vom Wolf! Ich bin hier, ihr könnt auf der Map, ich bin ganz im Osten. Aha. Okay. Alter, der bringt mich um! Der bringt mich um! Hilfe! Ich lauf euch entgegen. Ja, ich komm. Ich lauf euch entgegen. Ich hab euch verloren. Du kannst mit M die Map aufrufen. Ja, also vielleicht schlagen wir hier erstmal ein kurzes Lager auf, um ja, wir schlagen uns mit dem Wolf gerade. Angriff. Ich komme. Ja, okay. Hilfe, gleich was tot. Was schlagen denn mit? Hilfe. Faustkampf. So, ich loote für euch, kein Problem. Ich hab deinen Rucksack. Was passiert, wenn du stirbst? Ich respawne gerade, aber ich weiß nicht. Wahrscheinlich verliere ich alles, was ich hatte. Jetzt hört auf die ganzen. Guck dir die süße Kuh doch mal an. Nein, ich wollte nicht. Ich wollte nur angucken, ob die Niere. Jetzt kann man die nicht mehr streicheln, wenn man die einmal angehauen hat. Na toll. So, aber hier ist schon mal eine alte Ruine von einer vor uns existierenden Zivilisation mit zwei Himbeerbäumen. Das ist doch schon mal schön. Ja, ich würde sagen, wir nutzen jetzt genau das was da hier schon steht, hier und bauen Feuer hin. Ja, gut, danke. Wir können auch in die Kiste unsere Nahrungsmittel stecken. Habe ich dafür Himbeeren nehme ich mit, oder? Ich kann das Huhn streicheln. Sag ich doch, seid lieb zu denen. Okay, ich habe ein Ei bekommen. So, ich baue mal hier ein Lagerfeuer. Wir können ja hier mal so ganz leger. Guck, Nahrung durch Liebe. Ich kriege nämlich auch so Eier. Nahrung durch Liebe? Ja, ich streichel die und dann kriege ich Eier. Ja. Ich muss die gar nicht töten. Sag ich doch. Zeit. Und man kann ihre Kacke einsammeln. Warte mal, wo ist denn... Ah, man muss die Nahrung in die Hand legen und dann kann man es auch essen. Okay, alles klar. Himbeere. Ich mag, dass die Himbeere einfach nur so ein rotes, also pinkes Lego-Steinstück ist. Lecker Schmecker. Also ich habe Friends eine Sache im Vorfeld schon rausgefunden. Ja. Und zwar kann man diese NPCs wohl bei sich wohnen lassen. Also wenn wir die quasi für uns gewinnen und denen zu Hause geben und die in unsere Gemeinschaft aufnehmen, dann würden die auch für uns Aufgaben übernehmen. Das finde ich sehr gut. Geil. Dafür, dass wir uns vermehren, ohne dass wir eine Hut haben bisher. Ja. Ich habe mal eine Werkbank gebaut. Ich hoffe halt, dass wir uns jetzt erstmal aufbauen. Ich kann sogar schon was bauen. Bald Axt. Oh, ich habe auch eine Axt. Ja. Komm, wir können ja erstmal. Und eine Spitzhacke. Wie kriegt man denn neue Rezepte, ist die Frage. Oh, tatsächlich. Wir haben Sägewerk. Oh. Wir brauchen Holz und Granit. Los geht's. Habt ihr Sound eigentlich? Ja, ein ganz bisschen. Ja, minimal. Ganz kleines bisschen. Hast du jetzt auch welchen? Nee, ich höre tatsächlich nur euch. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, wo denn meine Himbeeren sind, die ich einsammle, bis ich sie im Inventar erkannt habe. Das ja. Wie kriegt man denn Granit? Hat schon jemand Granit verwendet? Das sind die Steine auf dem Boden. Ah, okay, gut. Ich mache mir Sorgen wegen des Regens. Vielleicht brauchen wir einen Unterstand. Ich finde es wie meine, so ein bisschen. Ja, da war eine Spinne unterm Granit. Geh weg. Was gibt's?
Wollen wir die Hütte, quasi die da schon steht, ein bisschen vergrößern, indem wir über das Lagerfeuer was bauen? Oder bleibt das Lagerfeuer einfach draußen und wir bauen drumherum? Also Feuer im Haus will ich kein Feuer anlegen. Die Häuser brennen nicht. Ja, aber ich würde auf jeden Fall auch was dahin bauen, aber vielleicht nicht unbedingt übers Feuer, oder? Ja. Gibt es denn hier, hier ist schon eine Werkbank. Oh, der NPC sagt, dass gleich Nacht wird. Wir sollen einen Unterstand bauen. Ich mag diesen Backseater-NPC nicht, wie der ständig sagt, was er machen soll. Okay, ich versuche Holz zu besorgen dann. Hat schon jemand Granit eigentlich? Ja. Jeder, aber wir können ja 7 Stück. Ich habe noch. Achso. Ich kann das euch safe auch bestimmt da irgendwie hinwerfen. Eins. Ja, ich versuche auch nochmal zu. Jeder, oder in die, Kiste ins Lager. Ah ja, okay. Gut. Ich sammle jetzt Holz. Ja, ich mache auch mit. Also dann können wir ja direkt 2 Häuser bauen. 15 Granit brauchen wir für ein Sägewerk. Wir haben da schon ein Gerät stehen. Das ist die das ist die Werkbank. Ihr kriegt gerade von mir 16 Holz, 7 Granit. Was ist das denn hier? Dünger? Ja, das habe ich eingesammelt. Das hat das Huhn mir gegeben, als ich es gestreichelt habe. Ich streichel die auch. Die haben mir Eier gegeben. Dann wird ja richtig belohnt. Ah, ich erinnere mich, dass es auch eine Spitzhacke gab, nicht wahr? Dann kann man vielleicht das Granit besser abholen. Wer auch immer gerade diesen riesigen Baum hier zerlegt hat. So, stark. Der hat mich genervt. Ich kann nicht mal den kleinen Baum andotzen. Naja, du brauchst eine Spitzhacke und einen Hammer, dann kannst du alles schön looten. Okay. So, ich kann jetzt nämlich eine Hütte bauen. Soll ich die einfach irgendwo hier hinklatschen? Ja, klatschen sie. Was wir aber, glaube ich, nicht... Einfach hier mit ans Feuer ran? Ja, ans Feuer nicht. Also Feuer scheinbar. Aber irgendwie. Na gut. Warum geht das nicht? Ein anderes Objekt ist im Weg. Stimmt halt nicht. So. Ich würde auf so einem Server gerne mal Verstecken spielen, weil wir nachher eine Runde Verstecken spielen. Oh. Das finde ich auch gut. Bis jetzt gibt es eine Hütte, in der man sich verstecken kann. Man kann sich auch in den Büschen scheinbar verstecken. So, wir haben ein Sägewerk. Könnt ihr mir helfen, das zu bauen hier, damit wir, also ich weiß nicht, ob wieder sich der Regen gleich auswirkt, aber nicht das. Ja. Ich habe all mein Holz in die Kiste gelegt. Das muss man jetzt genau treffen, oder wie? Frage. Ja, warum geht unser Lagerfeuer jetzt nicht aus? Das ist, glaube ich, falsch hier. Der muss hier hin. So. Boah, da braucht man Mut, um da einmal richtig zu drücken. Ja. Nice. Was wir, glaube ich, nicht machen sollten, ist, das komplette Gebüsch abzuholzen, weil da sind ja unsere Himbeeren dran und ich glaube nicht, dass das nachspawnt. Weil bis jetzt stehen da, wo Bäume waren, auch Stümpfe? Oh, ja. Ich verstehe dieses Bausystem. Ah! Das war eine komplette Seite. Jetzt das Dach. Ein Dach. Ja, ihr macht das schon, ne? Das kann ich vielleicht bauen. Ah, das muss man. Das ist ein Giebel. Oh, oder was? Scheiße. Ja, okay. Die können die Sachen, die jetzt nicht unterstehen, kann man im Regen nicht benutzen. Kann man die noch umbauen? Also kann ich die noch woanders hinstellen? Die haben wir gebaut. Frage. Ja. Kann im Regen nicht benutzt werden. Oder wir bauen was drüber. Kann man nicht einfach Dächer drüber bauen? Ja, ich denke, das ist sinnvoller. Ich habe Mais gefunden. Aber wir können halt gerade nichts bauen. Benutzen. Naja. Fehlt hier oben noch was? Wollen wir. Warum kann man denn ein Sägewerk nicht im Regen benutzen? Das finde ich auch Quatsch. Ich habe in meinem Leben schon in so vielen Regensituationen gesägt. Das sind Kühe. Hallo Kuh. Naja, ich gehe so ein lang bisschen. Wenn man Kühe streichelt, kriegt man Milch. Wenn man Kühe streichelt. Als wäre es einfach so ein Common Sense. Ich mache sonst nichts. Ich könnte das jetzt nach 2 Stunden machen. Ich setze hier den Baum gegen die anderen Bäume ein, weil wenn man dann mit dem großen Baum den kleinen Baum umrollt, kriegt man kostenloses Holz. Ich mache jetzt eine Truhe. Sehr gut. Oh, jetzt ist mir kalt. Ja, mir ist auch kalt. Oh, ich bin am Verhungern. Habt ihr eine Himbeere? Ja, östlich. Ich habe mir Hühnchen so geil aufgeregt. Stellt euch vor, ihr seid so richtig, richtig hungrig. Und alles, was ihr habt, so 19 Kilo Himbeeren. Ich glaube, ich werde von Himbeeren nie satt, egal wie viel ich esse, oder? Ist das ich glaube, es ist eher Durchfall, bevor du irgendein Sättigungsgefühl kriegst. Ja. Aber ist das nicht die Kernessenz von Seven vs. Wild? Die essen doch den ganzen Tag nur Beeren.
Aber hat keiner gesehen. Ist eher so ein Randphänomen. Tatsächlich nicht gesehen. Ach Gott, wir haben ein Bett. Ach, das ist sehr niedlich. Ich glaube, ihr könnt alle Betten setzen. Ich wüsste nicht, wie man noch mehr setzt, um ehrlich zu sein. Ich kann noch mehr machen. Bin ich wieder ein eigenes Haus? Also ich meine, wir kennen uns noch nicht so lang. Ist so naja, dann ist auch direkt nebeneinander die Betten. Schön kuscheln. Ich komme auch gleich. Ich kann mir kein Bett bauen, weil ich kein Holz habe, weil ich euch alles... Ich habe noch drei. Ich habe aber auch schon drei Betten gebaut. Ja, soll ich noch mal eine andere zweite Hütte hier hinstellen vielleicht? Ja. Florentin will scheinbar alleine wohnen. Ich würde gerne meine eigene Hütte haben. Also jetzt gar nichts gegen euch jetzt per se. Okay. Finde ich irgendwie weird, ehrlich gesagt. Dann kannst du dir doch ein Bett in das gebaute, bereits alte Häuschen stellen. Oder? Ja, du kannst bei der Kiste schlafen. Okay. Sehe ich das richtig, dass die Nacht vorbei wäre, wenn wir uns jetzt alle hinlegen? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich glaube nicht. Weil das wäre so was Minecraft. Würde jemand mir vielleicht eine Spitzhacke oder so? Ich guck, was ich. Das kannst du an der Werkbank einfach. Nee, die Maschinen können wir nicht. Achso, die ist ja kaputt. Ja. Die ist ja nass. Die ist nicht kaputt, die ist nur nass. Stimmt. Okay. Theorie. Was wäre, wenn wir jetzt noch ein viertes Bett bauen und uns schlafen legen? Dann könnten wir die Geräte wieder benutzen. Und aber ist das wirklich so? Ich raff das nicht, warum ich dieses Gebäude nicht brauche. Ich würde mich schon mal hinpacken, Leute. Tschüss. Oh, ich habe keine Ressourcen für ein viertes Bett. Ich habe noch drei. Ich habe zwei. Ich brauche aber 10 insgesamt. Warte, ich schmeiß. Warte, ich kann sonst wahrscheinlich auch. Danke. Schön. Ja, dann mach du. Ich baue mal hier die Hütte für Florentin. Ich habe auch schon, also das heißt, wir haben jetzt zwei Hütten. Eine, wo ihr drei schlaft. Eine, wo ich schlafe. Ich finde das okay. Haben wir noch eine für neue Freunde, die wir vielleicht gewinnen werden auf diesem Abend. Die können bei euch schlafen. Nee. Ja, wir können uns jetzt auch nicht weit wegbewegen, weil uns immer kalt wird. Ja, ich habe halt echt nichts. Dadurch, dass ich am Anfang einmal gestorben bin. Das sieht so ungemütlich aus, dieses Schlafen. Hey, guck mal, mit unseren drei Betten sieht es eigentlich ganz nett aus. Na dann, gute Nacht. Una. Bis morgen. Schlaf schön. Gut, ich bearbeite weiter, ihr Freunde. Nein, das legst dich jetzt auch hin. Wir probieren das jetzt aus, ob die Nacht Wir haben nicht genug Betten. Das ist Jens Theorie, dass wenn alle schlafen, die Nacht vorbeigeht. Aber dafür haben wir nicht genug Betten. Wir haben doch vier Betten. Ja, Florentin hat sich eins gebaut. Ach, du hast eins gebaut. Komplett in Eigeninitiative. Er will uns so. Hier die Gesellschaft Entschuldigung. Das habe ich verpasst. Ah, jemand hat mein Bett geklaut, deswegen konnte ich da nicht rein. Welches Bett ist das? Oh, jetzt nehme ich noch das in der Mitte, oder was? Ach Gott, das ist Gemeinschafts. Oh, das habe ich mir schon immer gewünscht. Aber das hier ist jetzt das Bett von Rocket Beans. Rocket Beans, kann ich auch nicht rein. Ihr seid wirklich wie diese drei kleinen Schweinchen. Die ganze Nacht diskutieren, bis der Pudel euch wegschmeißt. Ja. Wie auch immer das funktioniert. Ich habe das aus Versehen zu meinem Bett gemacht. Ich habe zwei Betten. Ja. Danke für nichts. Dann bleib ich halt wach. Ich schlafe übrigens sehr gut in der Zwischenzeit. Wollte ich nur mal. Ja, ich baue weiter Häuser. Ich baue jetzt mein eigenes Haus. Ich habe Schiss, dass ich das Haus gerade abbaue, nicht das Bett. Ich weiß nicht, was du tust, aber ich glaube, es funktioniert nicht. Ich versuche, das Bett abzubauen, damit wir ein neues Bett bauen können. Du musst es dir so vorstellen, ich schlafe da und neben mir jemand mit so einer riesigen Axt. Was? Du träumst nur. Ja, ja. Komischerweise siehst du auch genau aus wie ich. Oh, da ist es, okay. Schön. Hä? Ich habe 7 Holz bekommen. Hat jemand noch 3? Skelett! What the? Skelettangriff! Was ist das? Im Ernst, Skelettangriff. Oh. Ja, wir kommen. Erledigt. Was war das denn? Wer hat da ein Ei in der Hand zum Mund? Kämpfen? Ich hab auch. Mit einem Ei draufgeschlagen. Stark. Ah, da läuft nochmal ein Skelett außerhalb. Wo? Ich will auch ein außerhalb von unserem Camp hier so. Noch Leute, können wir jetzt ins Bett gehen, bitte? Mir ist das ein bisschen. Ja, es wird, glaube ich, schon wieder hell, glaube ich. Bald. Was ist denn das für ein Feuer da in der Ferne? Ah, ich gehe jetzt auch zu einem hin. Das ist der NPC mit der Fackel, glaube ich. Okay. Wir haben die Nacht durchgemacht. Gut, na. Ich habe jetzt 10 Holz für ein Bett. Ich regel das jetzt. Aua! Okay, nee, der ist ja mega stark. Ja, warte, ich komme. Wahrscheinlich sterbe ich gleich. Schon wieder Kampf bei euch. Ja, Attacke. Okay, ich lieg jetzt. Nee, aber ich kommen die auch in die Häuser raus? Aha. Okay, aber was soll man mit Knochen? Vielleicht haben wir bald einen Hund. Safe was bauen. Waffen jetzt alle? Ja, es wird hell. Sam ist noch wach. Oh, und sterbe gleich. Erstmal eine Himbeere. Ruhe. Ja, ich habe kein Bett. Doch, du hast ein Bett. Ach so. Okay, danke, danke, danke. Ich habe immer noch ein Holz. Okay, das hat rein gar nichts. Wieso schläfst du in der Luft? Es ist hell. Ah, guck mal, Jens Theorie hat tatsächlich quasi gestimmt. Florentin beim Schlafen zuschauen. Zwei unzusammengehörige Häuser.
Man hätte die auch vielleicht zusammenbauen können. Nur so eine Idee. Ich gehe jetzt. Du, ciao. Respektier bitte die Privatsphäre von anderen Leuten. Nur weil ich keine Wände habe, habe ich immer noch Privatsphäre. Okay. Okay. Wir müssen über die Werkbänke jetzt was drüber bauen, sonst können wir die wieder nicht benutzen in der nächsten Nacht. Ich besorge Holz. So, ich habe mal Planken, ja. Die kann man automatisiert hier produzieren. Oder Holzstab. Machen wir beides. Also ich brauche irgendwo mal dieses random normale Holz. Ich muss erstmal neues Norm. Ja, du kannst ja auch. Ach so, ja. Wolfangriff. Nein. Was? Wie? Ich lock den mal zu uns. Könnt ihr mal kurz mir entgegenrennen? Es klingt sehr nach Wolf. Aha. Direkt hinter mir. Komm. Hilfe. Ist er weg? Er verfolgt dich nicht. Bis gerade war, habe ich noch wirklich Zähnefleischen in meinem Gehörgang gehabt. Okay. Glaubst du, die und der attackt einfach unser Dorf? Nee, ich bin ein bisschen weggelaufen und da hat er gewohnt, glaube ich. Da ist noch eine Kiste. Aber ich glaube, das ist das Survival-Ding, dass dich Dinge angreifen. Ich finde nur Himbeeren. Ich habe Seide gefunden und Maiskorn. Kann man das anpflanzen? Ich glaube, da bin ich vorhin gestorben. Das Sägewerk produziert es übrigens automatisch. Ich bin auch verfolgt. Florentin Lang. Baut so eine Raketenabwurfstation in der Zeit. Und ich so, Wolf, Wolf, Wolf. Und wir können jetzt eine Schaufel bauen, Freunde. Jetzt geht's richtig. Wow. Ich weiß nicht, was wir ausgraben können. Aber dafür braucht können. Man eine Planke. Ist ja schon in Produktion. Oh ja, das ich Sägewerk nehme mir eine. Produziert. Ja, greif zu. Danke. Dann mache ich jetzt eine Schaufel und guck mal, was man da. Ah ne, Holzstab brauchen wir auch noch. Aus. Ja, das kann man auch im Sägewerk produzieren. Dann ja. Will ich das mal kurz. Nee, dann muss ich das aktuell abbrechen. 26. Ich hab mal was gemacht. Mal was rausgehauen. Ja, ich würd's mal kurz pausieren. Schöne Hügelgegend hier aber eigentlich, oder? Mhm. Insammeln macht immer Spaß. Guten Blick auf diesen eisigen Berg da hinten. Kann man diesen Felsen, der so auffällig rund ist, hier einfach so runterrollen? Man glaubt es kaum. Oh, direkt aufs Dorf. Oh nein, der Haft peipt sich jetzt in Richtung Dorf hier gerade rein. In ungefähr 30 Minuten ist alles kaputt, was wir uns überlegt haben. Obwohl wir den natürlich auch als Verteidigungsstein nutzen können für den nächsten Skelettangriff. Es kann sein, dass ich das euch gleich verabschiede. Dass du stirbst? Nein. Ja. Warum? Was? Da ist so ein Wesen. Nee. Das ist der Wolf. Okay, stimmt. Wie Wesen? Scheinbar ein Wolf. Wolfsartiges Wesen. Chen rennt vor einem Wolf weg. Ich guck mich wieder auf meinen Bildschirm und dann kommt Florentin mit diesem riesigen Stein einfach vorbei. Ich glaube, du meinst nicht. Nein, das geht wirklich kaputt. Du kannst nicht einfach unsere. Du hast schon ein Gute Einzelbett. Nacht, oh, du hast schon ein Einzelbett. Du brauchst nicht Sorry. Unsere kaputt. Das hat jetzt haben wir nur noch es ist mein zwei. Neuer bester Freund. Ich brauche euch nicht mehr. Ich lebe jetzt mit diesem Stein alleine. Können wir Florentin vielleicht töten? Ich will nur den Baum. Ich liege hier. In Richtung des Baumes. Kann mir jemand Dünger geben? Das hatte doch vorhin schon jemand. Oder ist das in der Kiste? Ist in der Kiste. Ist in der Kiste. Nee. Ah doch. Ich hab's meins auch da reingelegt. Weil dann kann ich hier nämlich einen Boden bauen. Und dann können wir... 12 Schaden. Dann können wir Sachen anpflanzen. Das ist sehr gut. Ich hab meist Kolben. So, und auch ich habe jetzt eine Axt und ein. Willkommen im Team, Sarah. Ja, das brauche ich auch. Zur Nebenhand wechseln. Zwei Hände? Klingt sinnvoll. So, ich mache uns hier ein schönes Beet hin, ja? Und da können gleich alle, was sie sich schon haben, reintun. Ja. Mhm. Okay, ich kann nur zwei machen, schade. Vielleicht können wir irgendwie rausfinden, wie wir Butter nahrhafter machen. Grill. Ich kann, wenn ich noch 15 Granit kriege, kann ich einen Grill bauen. Okay. Ich habe nämlich schon 15 Granit. Da wurde was zerstört. Ich hab's gehört. Das ist unser Verteidigungsstein, falls jemand angreift. Okay. Können wir diesen Stein in den Hang runterrollen? Ich denke auch ein bisschen an die Verteidigung von dem Dorf. Den Weizenkorn kann man scheinbar nicht da rein tun. Oder ich check's nicht. Aber wenn ich deinen Stein opfern würde, Florentin, dann könnten wir einen Grill haben. Grill das oder die Verteidigung des Dorfes. Okay, gut, dann hauen wir ihn kaputt. Nein, ich habe hier noch einen anderen großen Stein. Ich glaube, das ist nicht deiner. Deiner liegt am Dorf, ne? Ich habe einen zweiten gefunden. Ich sehe eine Fee.
Was? Mal, wo bist du eigentlich unterwegs die ganze Zeit? Ich sehe ein Wesen, ich sehe eine Fee. Ich sehe nur Schafe. Ist no joke, das glitzert und leuchtet. Ja, ich hole uns noch mal ein bisschen Granit. Ich auch. Ja, hast endlich die Spitzhacke, ne? Rein da. Ja. Ich kau jetzt nur noch auf Steine den ganzen Abend. Oh, ich glaube, die kann man nicht kaputt machen. Ui, doch. Ja, die bringt mich irgendwo hin. Lass dich jetzt nicht von der Fee entführen. Da ist ein Dreiwölfe. Wir müssen dich nachher wieder retten, Ben. Boah. Wenn man den großen Stein kaputt macht, kriegt man kleine Steine und mit denen kann man den Wolf angreifen, der direkt hinter mir steht. Leute, wo ist er hin? Da, er haut ab. Krieg dich. Was man wohl aus so einem Wolf rauskriegt? Mama. Fleisch. Attacke. Ich habe eine Spinne getötet und habe Seide bekommen. Mhm. Da gibt's auch schöne Sachen. Ah, oh. Entschuldigung, ich wollte nicht schreien. Bam! Zu kurz. Nicht, was mich angegriffen hat. Stirbt, darf man auch schreien. Bam. Das ist völlig okay. Nee. Da rein. Oh. Erstmal Futter. Da ist eine Spinne. Hier sind so viele Tiere. Leute, ich bin in einer Höhle. Warum können die nicht einfach chillen? Warum sind die nicht einfach nett? Ich hab Pilze. Oh, lecker. Oh, ich mach jetzt ein bisschen, ich schmeiß mal den Grill an, Freunde. Oh ja. Habt ihr Bock auf ein bisschen gegrilltes? Ja, ich wollte gerade Pilze. Zum Beispiel. Mhm. So, das schmort jetzt hier mal schön. Dürft ihr euch nachher abholen, ja? Wo hast du denn die Maiskolben her? Spiegelei. Sehr schön. Ich hab, glaube ich, eine richtig große Höhle gefunden. Wollen wir da Gegner. Willst du dir die Location merken und dann gehen wir da gleich zusammen? Ja. Ich möchte auf gar keinen Fall hier alleine bleiben. Ich sterbe. Ich kann mir auch ein Schwert bauen oder aus, so. Ganz aus. Aha. Hm. Okay. Ich habe das mit der Fee nicht ganz geschnallt. Ich weiß jetzt nicht, wo die mich hinbringen wollte. Aber gewiss doch nicht zu den Wölfen. Gewiss nicht. Hat jemand eine Wolfskralle? Nein. Ich glaube, dafür muss man den Wolf töten wahrscheinlich, ne? Und ich kann euch sagen, selbst wenn man einen großen Stein auf ihn wirft, das interessiert ihn wenig. Ich bin hier kurz vor einem Spinnrad. Bräuchte nur noch eine Wolfskralle. Muss ich wahrscheinlich jetzt auf Wolfsjagd. Ich habe hier gerade... Ja, aber lass doch mal einen Wolf abmetzeln. Wollen wir uns mal zusammen schaffen wir nicht. Wo ist denn deine alte Tierliebe hin plötzlich? Vorhin hieß es nichts töten und jetzt abmetzeln. Naja, Wölfe. Die süßen Schafe, die neben uns grasen, was können uns denn Wölfe sonst bringen? Die legen keine Eier. Die machen keine Milch. Ich hab Weizen. Also nur Tierliebe, wenn sie nützlich sind, okay. Naja, und wenn sie dich nicht von sich aus angreifen. Guck mal, bei dem Schaf hier jetzt, das ist einfach lieb und süß. Mäh. Aber der Wolf, der will uns ja auch Böses. Aber dir ist schon klar, dass du dem Schaf ein Wolf bist, ne? Nein, ich tu dem ja nichts. Ihr habt die Schafe abgemetzelt. So. Also ich habe eine coole Höhle gefunden, aber da kann ich auf jeden Fall nicht alleine reingehen. Okay, wollen wir Wölfe metzeln, in die Höhle rein? Lass mal zusammentun und ein bisschen Team-Action machen, würde ich sagen. Wo ist denn die Höhle? Wo bist du denn? Ihr müsst, genau, weil ich kann die nämlich nicht markieren. Es wäre cool, wenn ihr herkommt, weil ich bin auf der Karte. Wer bist du denn? Du bist die mit den zwei Zöpfen, ne? Nee, das ist Sam. Ich bin nicht ganz so weit weg. Also es gibt noch eine Person, die ist richtig weit weg am Berg. Du bist vier? Das ist, glaube ich, Jen, die von der Fee entführt wird. Ich glaube, ich bin vier. Warte ich. Oh, hier liegt noch. Also ich lauf mal. Ja, ich bin vier. Okay, das ist irgendwie so ein komisches Wesen. Ihr kommt jetzt auch gerade beide hier an. Wenn man nämlich diesen großen Stein kaputt macht, kriegt man so einen kleinen Stein und den kann man so krass da so pfeffern. Das ist ganz cool. Und hier kann man reingehen. Wenn man hier reingeht, kann man mit E da quasi rein und kommt in so eine riesige Höhle. Wir könnten mit dem Ding auch Schweinchen in der Mitte spielen. Oder auch nicht. Oder wir schmeißen uns einfach damit ab. Okay, rein da. Mhm. Aber ich würde, wie sieht es bei euch mit Gesundheit aus? Weil ich bin am Verhungern. Ich nämlich auch. Und da kamen nämlich direkt schon Gegner. Also esst auf jeden Fall erstmal, bevor ihr da reinspaziert. Ah, ein Reisekürbis erstmal dabei. So. Köstlich, köstlich. Mit was haut man wohl besser? Mit der Axt oder mit der Hacke? Da rechts stand nämlich gerade noch ein Skelett, als ich das erste Mal drin war. Da hinten ist wieder das Skelett. Wir haben halt auch keine Fackel. Wow! Aha. Sichtlich. I'm coming prepared. Irgendwas kommt da. Lass uns mal zusammenbleiben. Hier sind Skelettmeister. Oh ja. Ja. Das sind zwei. Ja, da ist das wilde Klicken, geht los. Der hatte eine Spitzhacke da.
Habt ihr schon irgendwie ein Gefühl bekommen für die Ausdauer und wann man Hunger kriegt und so? Das steht da irgendwie. Hunger ist der grüne Kreis ums Profil drumherum, oben links. Aber ich weiß nicht, wovon das beeinflusst wird. Pilze! Pilze. Oh, Skelette, Achtung, Skelette oben. Es ist halt so dunkel und mein Bildschirm ist auch echt. Ja, die kriegen wir schon alle niedergemetzelt. Oh, ich bin tot. Okay. Stark. Florentin, Rückzug. Ja. Könnt ihr meinen Rucksack mitnehmen? Ja, da ist halt noch ein Gegner. Bist du auch tot? Bist du noch da? Ich bin noch da, aber ich bin irgendwo runtergefallen. Könnt ihr meinen Rucksack nehmen oder muss ich den selber holen? Ich hab den Rucksack. Geil. Ich hab die Spitzhacke. Raus. Ja, raus. Pilz? Ja, nee, nicht mehr Pilz. Ah, die leuchten. Ich check's auch nicht, wo es rausgeht. Da oben, ne? Ich sehe halt gar nichts. Wir brauchen auf jeden Fall Fackeln, wenn wir das nochmal machen wollen. Ich bin oben. Bist du raus? Ja. Nee, da. Raus. Ich mach gerade. Das hat auch Spaß gemacht. Wir haben nur eine Person verloren. Das hat doch richtig gut funktioniert. Na, Hauptsache, ich habe meinen Rucksack noch wieder mitgenommen. Ja, habe ich. Ja. Das habe ich. Ich weiß nur nicht, wo es jetzt zurück. Da geht's zurück, ne? Ja. Muss mir das auf der Map irgendwie merken, wo diese Höhle ist. Weil das ist jetzt auch, bei mir war das, glaube ich, oder? War es nur eingezeichnet, weil du drin bist? Nee, die ist eingezeichnet. Ach, die Höhle bleibt. Okay, cool. Dann ist ja gar kein Thema. Ich stand da die ganze Zeit, ich habe das Icon gar nicht gesehen. Na gut, was wollten wir ursprünglich tun? Wir wollten Wir wollten einen Grill bauen für Essen. Nee, ich habe schon einen Grill gebaut. Steht. Ich habe auch schon Spiegelei und Grillfleisch gemacht für euch. War schon lange nicht mehr im... Bam. Aber Hunger und Lebensenergie sind unterschiedliche Dinge, ne? Wie regeneriert man Lebensenergie? Ist, glaube ich, beides durch Essen. Okay, wenn man Mais grillt, kriegt man einen 2-Minuten-Boost also an Energie und plus 5 Essen. Mhm. Also bei Minecraft ist es so, wenn du full on health bist, dann geht auch wenn du keinen Hunger hast, geht auch deine Gesundheit hoch, langsam. So. Der Wolf will benutzen. Meins ernst. Spinnen! Man kann dem ja gar nicht ausweichen. Nee, das gefällt mir nicht. Alter Spinne! Nein! Nee, ich hab da auch gar keinen Bock drauf, Spinne. Ich hab noch kein neues Werkzeug. Ich bin tot. Nein! So, aber weiß man jetzt, wo der Rucksack liegt? Nee. Ich glaub, das... Wo warst du denn? Ja. Siehst du den nicht im auf der Wolfsland. Map? Wolfsland. Hallo, warum schmeißt man den doch, mein Rucksack ist Sam, wo bist du? Du bist so im Camp oder bist du unterwegs? Ich war unterwegs, aber ich gehe jetzt mal wieder zurück zu euch. Weil wenn du kommst, dann bist du 3? Ja. Okay, dann komme ich zu dir, weil ich habe den ganzen Kram von dir noch. Ah ja. Kannst du mir den einfach so geben? Nee, das ist alles einzeln. Ich muss gleich mal gucken. Ja, sonst pack das einfach in die Truhe. Was hattest du so? Erde und sowas, ne? Ja, ist auch ich brauche einfach nur meine Hacke und mein Dings wieder. Dann ist, glaube ich, alles gut. Hat jemand gefunden? Was noch? Ich habe hier noch eine... Ja, Hacke und das andere Ding. Fackel habe ich. Ich habe eine Schaufel jetzt. Schaufel. Dann lädt sich der Boden leicht aus. Holzplanken. Ja, das reicht. Ich meine, ich kann mir ja alles neu wieder suchen. Okay. Du kannst ja sonst auch mal gucken, was du damit in unserem Camp Schönes mit anstellen kannst. Ja, ich dachte nur, damit du wieder so ein Basic-Kram hast. Ich check jetzt mal die Schaufel ab. Ich hab dir es geschafft, Erde. Einen Wolf zu töten. Ich find den richtig stark. Hat jemand jemals von uns einen Wolf getötet? Ich glaube nämlich nicht. Ja, aber lass das doch mal zusammen machen. Aber warum habe ich denn dann Wolfskrallen? Ich habe schon 4 Krallen und brauche nur noch eine für ein Spinnrad. Oh, vielleicht weiß nicht, was dein großer Stein alles so angerichtet hat. Oh, ja. Der walzt alles nieder. Okay. Jetzt wird Nacht. Wollen wir nach der Nacht einen Wolf angreifen oder in der Nacht? Ja. Ja, wir können ja mal. In der Nacht, oder? Ja. Hat denn jemand zuletzt einen gesehen? Ja, ich wurde von einem getötet. Das ist doch ein guter Anhaltspunkt. Ich habe mich selbst als Beute benutzt quasi. Also ich glaube halt, dass irgendwie eine Art von, irgendeine Art von Waffe macht doch Sinn vorher. Ja, stimmt. Man kann ja auch das Schwert, wir müssen nur noch mal die... Wir haben ein Schwert? Ich glaube, damit das Schwert freigeschaltet wird, müssen wir diese Task weitermachen. Also das, was das Spiel möchte. Wir müssen nur, oder? Genau, warte mal. Oh, ich sehe es. Holzstab. Alter, das ist eine Steinspinne. Wo sind denn unsere Tasks? Ich hau jetzt auch nochmal. Ich hab jetzt Planke reingehauen. Ja, mach. Nee, nicht Planke, wir brauchen Holzstab. Achso.
Warte. Ja, kannst du ändern. Wo seht ihr unsere Tasks für, also? Na, ist, also, ja, weiß ich auch nicht richtig. Ich habe jetzt, also wir brauchen 5 oder wie viel waren es hier? Für ein Schwert brauchen wir 5 Holzstab. 5 Holzstab sind 5 Holz einfach. Ja, sehr gewerkt. Ja, und 15, das heißt, ich habe 20 Holz rein. Ey, die Skelette machen die Schafe. Ich mache uns die Schwerter. Oder ich bin ein Schmied. Intensives Problem. Arschloch. Lass unsere Schafe in Ruhe, Mann. Diese Steinkrabben sind ja unfassbar stark, wenn die auf einen zurollen. Ja. Also der NPC will, dass wir einen Dorfplatz bauen. Wir haben doch einen Dorfplatz. Was will die? Nee. Hä? Das ist so ein wunderschöner Dorfplatz. Dorfplatz ist nochmal ein extra Item. Das ist so ein komisches. Können wir das? Ich stell das hier hin. Ja, genau, mach mal, dann können wir den, die Blaupause füllen. Ich stell das hier so da so hin. Warte, ich mach die Schwerter. Ach so, ah, scheiße. Ja, warte, dann mach ich ein Schwert. Kann jetzt, glaube ich, auch. Nee, mir fehlt noch einer. Ja, ich wollte alle. Warte, ich geb dir. Oder nimm das eine raus, was halt. Am Dorfplatz kann man das Dorf aufwerten, dann kriegt man mehr von diesen Rezepten. Stark. Okay. Und es hat niemand eine Wolfskralle von euch? Mm-mm. Wirklich nicht? Nee. Ja, mal gucken. Unser Dorf ist jetzt offiziell Level 2. Hey, ich find's ganz zauberhaft hier. Ich find's richtig schön mit euch. Richtig gemütlich. Gute Nacht. Okay. Ich habe hier noch diesen Eindringling in meiner Bude. Weißt du, wenn der Gast einfach partout nicht gehen will und man sich einfach ins Bett legt und man sagt, fängt erst so, an, ich liege jetzt im Bett und er bleibt einfach trotzdem noch und labert auf dich ein. Nachdem du so 2 Stunden Gähnen angetäuscht hast. Ja. Okay. Kannst du gehen, bitte? Jetzt ist sie weg. Aber ich würde mich noch kurz hier unterstellen. Ich hab hier ein zusätzlicher Dorfbewohner. Ja, ich schlaf hier, ne? Also, das ist schon mein Haus. Meinst du? Also. Hey, vielleicht kann der NPC jetzt da wohnen. Das ist nicht so, als schlafen, tatsächlich. Da ist noch ein NPC. Florentin. Ey, Leute, ich hab den Beef-Boss getroffen. Wen hast du? Den Beef-Boss. Den Beef-Boss? Was? Okay. Beef-Boss? Er hat Hunger auf Abenteuer. Na gut. Herr Florentin pennt hier. Der übernachtet heute bei uns. Was sind das denn alles für Leute in unserer... Der will bei uns wohnen. Nein. Doch. Der hat einen Hamburger-Kopf. Der hat gar nicht gefragt. Der hat nur gesagt, ja, ich übernachte jetzt bei euch. Finde ich cool. Braucht der was? Schön, dich. Ich kann auch nur sagen, schön, dich zu treffen. Nicht irgendwie... Geh. Oder so. Sein Kopf ist ein Hamburger. Aha. Für mich ist das ein unseriöser Typ, um ganz ehrlich zu sein. Woran erkennst du das? Woran machst du das? Dass er kein Gürkchen auf dem Burger hat. Solchen Leuten kann man nicht vertrauen. Okay. Also ich kann ihn fragen, ob er in unserem Dorf leben möchte. Du. Ja, mach das mal nicht. Ich habe ein Schwert für jemanden. Wer hat noch keins? Wer will? Ich habe noch ein Schwert. Ich habe es hingeschmissen hier, glaube ich. Irgendjemand hat es eingesammelt. Bin ich jetzt aus Versehen durchgelaufen? Wie macht man denn Schwerter? Das ist dann. Ich kann noch eins machen. Na, warte, ich habe meins, glaube ich, jetzt. Ich mache noch eins, Moment. Und ein Schild? Hier liegt jetzt noch eins, ich bin aus Versehen durchgelaufen. Herstellen. Oh, ein Schwert. So, jetzt müssten wir ein Schwert für alle haben. Ein BTV2, ja. Hast du schon ein Schwert? Nein. Hier. Wenn ich das bin. Oh, ich hab's fallen lassen. Oh, danke schön. Yes. Geil, lass Metzeln gehen. Oh, und der Schild wäre auch gut, aber da braucht man ein Seil. Wollen wir nicht erstmal schlafen? Ja, schlafen, komm. Schlafen. Okay, gut, schnell. Hat denn noch jeder im Bett? Also, nee. Das wurde ja zerstört. Oh, Mann. Ich muss mir noch kurz ein neues Bett bauen. Tut mir leid, dass ich denn das ein Stein... Oh, Angriff von Skelettwesen. Wenn du ins Dorf läufst, dann Oh, Skelett. Oh, tot. Achso, ich habe auch kein Holz mehr für ein Skelett. Naja, Hab's. Tot. Ah, man ist so schnell, ne? Okay, dann lass uns ins Bett gehen, bevor die Nächsten angreifen, bitte. Ich habe kein Holz mehr für ein Bett. Kann mir jemand ein Bett bauen vielleicht? Oh, ich guck mal. Achso, ja, kann ich. Sonst muss ich noch kurz einen Baum niedermähen. Aber wir haben halt auch kein... Also, die Hälfte von unserem Haus fehlt halt auch. Ey, wie wir das einfach nicht koordiniert kriegen, ins Bett zu gehen. Soll ich nochmal Holz gehen? Einfach wie so ein Schullandheim einfach. Warte, ich baue eine. Eine liegt im Bett, dann wird da wieder rum. Florentin, ich muss das jetzt zu dir bauen, weil du die Hälfte von unserem Haus einfach kaputt gemacht hast. Das war der Stein. Ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Und es muss in einem Haus stehen. Nein, ich wohne jetzt aber hier. Nein. Doch. So. Zieh die Schuhe aus. Es wird wieder hell. Gute Nacht. Gute aber jetzt Nacht. Hast du wieder 2 Betten und ich gar keins. Also ihr wollt mich wirklich alles machen. Es wird wieder hell, Leute.
Ich sammle jetzt Holz und baue mir mein eigenes Bett und mein eigenes Haus. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Nee. So, es wird hell, Leute. So guten Morgen. Tschüss. Ich bringe Wolf um. Wollen wir jetzt nicht zusammen zum Wolf? Ja, komm, lass uns zusammen umbringen, oder? Ja. Ich würde sagen, Nordost, hier ist irgendwo einer. So. Okay, einer läuft vor und die anderen laufen nach. Lauf hinterher. Ich will nicht zum Wolf. Och, das komm, wir brauchen jetzt einen Wolf, dann haben wir ein Spinnrad. Ich bin bei euch. Kleidung und Rüstung oder so. Es fehlt eine Person bei uns. Los geht's, Leute. Let's go. Ach so, du bist schon. Ach, Florentin ist schon dahin. Auf geht's. Ja, gut. Florentin ist ein Einzelkämpfer. Es wird richtig dumm. Also, es wird richtig. Oh. Nein, du chillst. Ja, wir besiegen den jetzt. Wir haben Schwerter. Ja. Es kommen vier so. So, hier ist erstmal eine Steinkrabbe. Achtung, Steinkrabbe. Ja, die lassen wir außen vor. Nee, mit der können wir Seil machen, glaube ich. Oder Panzer. Da kommen so vier gleich aussehende Lego-Hanseln mit so Zahnstöchern. Und der Wolf denkt sich so. So, hier auf dem Hügel hier oben war ein Wolf. Ich habe jetzt Konditionsglück. Konditionsglück. Ja. So, hier war irgendwo der Wolf. Hier wurde ich umgebracht. Jetzt habe ich meine drei, sagen wir mal, Bekannten mitgebracht. Ah, rechts Wolf. Rechts Wolf. 3 Uhr Wolf. Ich sehe keinen Wolf. Ja. Ich sehe einen Wolf. Ich locke Wolf in die Augen. Wolf sieht mich. Hier vorne. Oh, oh. Sehr gut. Kürbisköder. Au, Achtung. Hat mich gebissen. Der ist doch direkt gesnackt, Alter. Stark. Kann ich die Kralle haben? Kann ich die Kralle haben, bitte? Dabei ist. Ich also ich hab keine Kralle. Sollen wir noch einen töten? Das kann doch nicht sein. Das war zu einfach. Wir müssen jetzt noch ein paar Da war keine Kralle dabei. Ich habe eine Wolfskralle. Ich schmeiß die hin. Sehr gut. Hat sie. Danke. Jen hat sie übrigens. Danke. Ah, geil. Ich baue ein Spinnrad. Baust du uns auch eins? Oder? Ja, für alle eine noch eine Steinkrabbe. Attacke. Ich glaube, mit dem Gelöt, was uns die Steinkrabbe gibt, können wir uns Schilder bauen. Ich glaube jetzt einfach mal ein bisschen. Das macht schon Spaß, nicht? Ich werde angegriffen. Ja, ich gehe zurück und hole ein Bauenspannrad. Kann man damit ein Seil bauen? Glatt, weil die hat mich richtig angepisst. Was hat sie dich? Die laden angepisst. Sich auch. Was hat sie dich? Angepisst. Stange. Ich bleib dabei. Okay. Ich bin glitschnass. Gut. So, weil du angepisst wurdest, glaube ich. Ja. Oh. Also ich habe beim Scouten da hinten sind so eine alte Hut gefunden. Ich glaube, da sind Banditen. Banditen? Komme. Guck bei mir. Und die bewachen was. Lass die mal platt machen. Kommt mal zu mir. Komm. Bist du im Dorf? Nee, ich bin bei den Banditen. Bist du zufällig bei uns im Dorf? Das wäre ein bisschen blöd, wenn da die Banditen wären, ne? Bist du auf ich der weiß Map immer nicht, wo oben du oder bist. Unten? Ich bin auf der Map oben. Okay, ich komme dahin. Ich will jetzt auf den Banditen. Berg gehen. Das schaffen wir. Glaubt ihr, wir schaffen es heute auch noch kurz in die Eisgegend da hinten? Die weiß sieht ich nicht. Ja, ich will auch gerne noch was Wasser. Dafür brauche ich noch eine Jacke und eine Mütze. Ja, ich baue hier schon mal Seile immerhin. Aber oh, man klein. Ich bin auf einen Berg gestiegen und da ist einfach ein Haus und da sind einfach ganz viele Banditen. Bin ich vielleicht da, wo ihr seid? Nein. Ich komme gerade zu dir, zu Rocket Beans 3. Ah, ich habe auch, einen Berg gefunden. Ich bin alleine. Ich bin 4. Kann die auch alleine besiegen, ist doch scheißegal. Ah, du bist ja geil. Guck mal, die machen mir mega schnell Platz. Oh, wahrscheinlich sterbe ich jetzt. Zack, zack, zack. Da kommt eine Spinne, passt richtig dumm. Hallo? Ja. Hä? Und jetzt looten. Looten. Gut. Aber der hat eine Armbrust. Oh, Wolfskralle. Ah, nee, haben wir jetzt. Ich will ganz dringend seine Armbrust. Leute, wir können jetzt auch Armbrüste bauen, ne? Ach so. Sag mir das eine Sekunde früher. Ah, tot. Was geht hier hinten ab? Ja, das ist ein Wald. Das ist eine alte Siedlung. Oh, hier ist es kalt. Egal, eine große Kiste gefunden. Das sieht aus wie Traum. Sammeln, aufsammeln. Ich weiß nicht, was wir mit der Kiste sollen. Chili-Samen, ich hab Chili-Samen gefunden. Oh, Attacke. These? Dynamit. Ja, These. These, viel zu viele Gegner. These. Wie bei Zelda, glaube ich, dass man wahrscheinlich Essen mit Chili in die kalte Gegend kann, oder? Was meinst du? Spannend. Vorstellen, spannende Idee. Oh je, ich sterb. Voll doll. Alter, ich hab ne Armbrust. Schieß euer Haus ab. Ich find's voll cool, Sam. Du hast mich hierher gelockt und jetzt. Ja, ich bin hier auch. Ich wurde aufgeladen. Ich hab hier so 4 Gegner. Ja. Okay, ich heb dann eine Box auf. Ja. 4 menschliche Lego-Gegner mit Armbrüsten. Und Schwerter. Ey, aber das, was wir machen wollten, und zwar die Banditen töten, haben wir geschafft. Ja, dann kommt zu mir und tötet meine Banditen. Ah. Oh, erstmal, ich hab gar nichts mehr. Mein Inventar ist voll, ich kann dein Zeug nicht aufnehmen. Hilfe. Stirb. Ich hol mein Inventar selber wieder. Findest du es? Ich hab's versucht aufzuheben, jetzt liegt das Zeug einfach auf dem Boden. Und ein Huhn schnappert deine Axt an. Fuck.
Aber der Rucksack wird mir nicht angezeigt auf der Map. Oder? Ja, weil ich sie versucht habe aufzuheben, dabei ist alles auf den Boden gefallen. Ach so. Scheiße. Und das liegt jetzt hier. Also da, wo ich bin, ist es aber. Ich bin Map, tot. Du bist die obere Person. Ganz oben da, ne? Ja. Ja. Leute, wir können richtig krasse Sachen bauen jetzt. Wir haben hier andere Probleme, Florentin. Leute, das sind alle meine Sachen. Auf dem Berg. Ja, ich habe auch gerade nicht. Ich hatte leider auch gerade nicht. Ich geh jetzt da wieder hoch und hau die mit meinem bloßen Handy. Du machst dich auf den Weg in Oddersheim oder warte ich hier jetzt einfach unnötig? Ich bin auf dem Weg, ja. Ja. Ich sprinte so schnell ich kann. Dann sammle ich hier in der Umgebung. Ich habe halt Angst, dass mein Rucksack gleich despawnt. Für mich um eine schöne Überraschung, wenn ihr zurückkehrt. Also, du meinst, ich hab keiner mehr darauf gebaut. Wenn wir zurückkommen. Echt? Ich würde das Koop noch mal in Frage stellen von dem Survival hier. Oh, fuck, ey. Wobei ich nicht mitsterbe auf eurer hippen Aktion da. Ich bin gleich tot. Okay. Nein! Wie mach ich nochmal? Ich panik gerade. Ich hab halt gerade nichts. Ich kann halt leider nicht schneller, aber ich drehe mich. Du bist Rocket Beans 5, oder? Ja. Ich hab schon wieder so eine fucking Spinne hinter mir und nichts. Komm einfach, ich beschütze dich. Bist du 4? Ich folge dir 4. Ich bin 3. Ich hab hier Wer ist auch 4? Wieder so eine Kugel. Hallo! Hier bin ich. Hey, ich bin hier. Eigentlich wollten wir doch so was anbauen. Du wolltest mit der Erde so ein. Oh, ich hab meinen Rucksack. Ja. Das war mein Zeug. Hä? Ich hab mein Zeug jetzt wieder. Haben wir das gleiche Dorf angegriffen? Nee. Das also sind die anderen denn? Wer es auch immer eingesammelt hat, ich hab's eingesammelt, ja. Das war meins. Nur weil du es gleichzeitig Ach gesagt so, hast. Oh, dann war Florentin gerade bei mir. Ja. Gut, dass wir alle gleich aussehen. Immer wieder bei Problem Nummer 1. Aber kämpft ihr noch da hinten, ihr beiden? Nee, hier wird nicht gekämpft. Hier ist noch Mais, kannst du das aufnehmen, mein Invent? Das hab ich vielleicht ihr habt hier aber Ausrufezeichen. Warum? Also, wer hat hier schon eine Armbrust? Ich hab eine Armbrust. Das ist ja unglaublich. Brauchst du noch Pfeile? Ich habe 9 zufällig im Inventar. Okay, ja klar, immer da gerne. Da steht noch der eine Typ mit seiner Armbrust. Wo hast du denn Pfeile her? Die habe ich aus so einer Lootbox. So, da sind noch mehr. Okay, danke. Da sind noch mehr Gegner. Wo? Ja, komm, dann gehen wir jetzt vielleicht mal zusammen, gerade eben oder was? Kommt mal gerne her, der eine hat eine Armbrust, aber es sieht aus, als gäbe es da Loot. Wir kommen jetzt zu dir, wir sind zu dritt. Ich bin mittlerweile ein sehr geübter Schütze. Mhm. Ich bin nämlich hier auf diesen Berg hochgestiegen und da ist relativ viel. Kommt mit. Wo? Da, bei dem Haus. Ja, da gehen wir rein. Da sind aber echt starke Gegner. Kurze Strategiebesprechung aber. Okay. Ihr greift an, ich stehe hinten. Alle, die aussehen wie ich, gehen jetzt darüber. Okay, go! Let's go! Hallo! Der ist der auch noch. Den oberen Haus. Da hinten sind sie, hinter dem Haus. Viele. Unten, klar. Ich glaube, ich hau das Haus, auf dem er steht, einfach kaputt. Boah, ich das hin. Ja. Gut. Ich muss kurz Essen wiederholen. Haben wir es erledigt? Ich glaube ja. Da oben. Oh, wie es einfach dem den Kopf abreißt. Da oben ist wieder eine Armbrust. Warum haben wir die jetzt umgebracht eigentlich? Wegen der Truhe hier. Ah, ja, jetzt verstehe ich's. Nice. Ich glaube, wenn man jetzt. Aus niederen Motiven. Ich brauche nur irgendein Motiv. Ich bin schon zufrieden. Ich glaube, hier oben kannst du dich meine Armbrust nehmen, ne? Falls du möchtest. Ich versuch's gerade aufzunehmen. Gut, dass ich dir die Pfeile gegeben habe inzwischen. Aber ich glaube, wenn wir das hier alles kaputt machen, kriegen wir auch ordentlich Granit und Holz und so. Warte, hier ist auch noch eine Armbrust, falls jemand will. Ich verstehe. Ja, mein Inventar ist gerade jetzt so voll, dass ich. Warte mal, ich habe jetzt für die ganze Wand nur 3 Granit bekommen, also vielleicht können wir es auch einfach stehen lassen. Und wir kurz unser Zeug wegbringen und dann machen wir wieder so eine Entdeckungstour, die war ja erfolgreich. Würde ich machen. Finde ich gut. Ich hatte halt echt gehofft, dass hier ein bisschen. War denn in der Kiste irgendwas Interessantes? Ja, da war Schlürfsaft. Kann getrunken werden. Okay. Regeneriert Kondition über Zeit. Kürbiskern. Den können wir mal pflanzen. Ich habe ja schon Beete angelegt. Sehr gut. Kerne sind gut. Ich gehe jetzt wieder zurück. Ja, ich gehe auch zurück. Wir können ja mal ein großes Haus bauen oder Lagerplätze oder sowas. Ach, jetzt willst du mit uns zusammen bauen. Na klar, ich will immer bauen. Ihr wollt immer Kampf und Krieg und Plündern und Angriff. Wir niemals. Ich war nicht hinter dem Wolf, ja? Das ist nicht ähnlich. Hallo, Fisch. Wer hat jetzt schon wieder die Hähnchen da angegriffen? Ich einmal, ich wollte wissen, was passiert. Parasegel wäre schon cool jetzt. Auf jeden.
Was ist das für eine komische Kiste? Ich nehme die jetzt Sprung mit. Sprung macht einen leider auch nur langsamer. Ja, ich wollte vorhin auch schon eine klauen, aber dann war mir zu kalt. Ah. Okay. Da kommt die Wenn wir ein jetzt. Haus bauen, kriegen wir es vielleicht sogar hin, dass einer von diesen Dorfbewohnern auch bleibt und uns dann Essen besorgt. Und dann sagen wir, geh Wolf angreifen jetzt. Vielleicht schaffen wir es auch, dass andere Dorfbewohner das nicht kaputt machen. Ich versuche jetzt trotzdem mal hier ein Beet anzulegen. Ich habe auch gar kein Gefühl für Zeit gerade. Könnte schon zwei Tage. Das ist jetzt auch gar nicht nötig. Auch nicht so notwendig, ehrlich gesagt. Nice. Soll ich dir noch mehr Holz geben? Nee, ich glaube, das liegt am Survival. Da verliert man das, glaube ich, schnell. Und am Lego-Spielen. Ich glaube, nirgendwo vergisst man so die Zeit, wie wenn man Lego baut. Auf vier Räume machen wir uns alle. Oder wir machen... Ja, ich hatte das eigentlich eher für mich hier gedacht. Du baust hier gerade und ich helfe dir unnötigerweise, okay. Naja, wer den Grundplan legt... Mhm. Der wohnt. Das Eigentümer, oh, genau. Fallschaden. Aber du bist jetzt außerhalb des Dorfplatzes, wollte ich nur kurz mal rein. Ja, ganz bewusst. Mhm. Aber nee, was bedeutet das außerhalb des... Also da ist so diese Schutzzone. Ich weiß auch nicht, was dahinter passiert. Ich habe eine Villa. Braucht doch keinen Wolf, Schuss. Nein, so. Nicht schon wieder. Wo? Einfach da, wo ich war, immer noch beim Haus, da, wo wir gerade alle gekämpft haben. Du bist zu gierig, Sarah. Ich weiß. Du bist einfach zu gierig. Ich weiß, es war dumm. Okay, nicht dumm. Ein bisschen. Ich glaube, er hat umgedreht. Ich glaube, vom Wolf kann man einigermaßen wegrennen. Der hat... Der ist sehr häuslich, der bleibt gerne, wo er wohnt. So wie Florentin. Mhm. Ich bin, glaube ich, dem Wolf auch sehr nahe. Mhm. Würde ich als Tier schon am nächsten an meinem Persönlichen. Wobei die sind eigentlich ja. Rudeltiere, ne? Stimmt. Eigentlich nicht, Lone Wolf sagt man ja auch. Gibt's schon so eine Fertigblaupause für ein Haus oder baut ihr das immer einzeln zusammen? Nee, das ist eine Blaupause. Man kann echt effektiv Holz abbauen, wenn man einen fällt und der rollt dann auf die anderen und macht die alle kaputt. Das ist schon cool. Das ist schon nicht schlecht. Oh, es wird wieder dunkel. Und man kann Sprengfässer kann man auch machen. Das oh nein. Interessant. Mhm. Wir haben ein Stein reicht, um unser Dorf halb einzeln. Bitte ich baut so keine Tonne einfach mal dahinstellen und gucken, was passiert. Ja? Bitte einfach das keine Sprengfässer im Dorf. Na gut. Dann mache ich mir jetzt gleich nochmal. Ich baue mir jetzt ein eigenes Haus. Ja, das ist halt. Also bei solchen Survival-Spielen immer wichtig ist, so ein gutes Lagersystem. Ne? Und wir können jetzt auch Lagerkisten bauen. Die Frage ist nur, wie kriegen wir ein gutes System hin? Ne? Dass wir wissen, Lebensmittel ist in der, Holz ist in der. Meinst ich habe keine Idee. Das ist wie so ein Lego-Set, ne? So verschiedene Schritte immer dann zu bauen. Ist schon cool. Dann. Ja, also hier sieht es halt wirklich alles wild aus. Man kann wirklich alles, was man hingestellt hat, nicht mehr umbauen, ne? Also ich außer kaputt machen. Kaputt machen halt. Nee, das machen wir nicht. Das. Ich gehe mal davon aus, dieses zweistöckige oder diese Scheune, was das ist Florentin. Das ist die Villa. Ah, ja, Villa. Hütte mit Veranda. Mit Ausblick. Oh. Da können wir unsere Lager. Das finde ich Halle gut. Wir können safe irgendwie Truhen bauen. Mhm. Aber haben wir auch sowas wie Schilder oder so? Es gibt Schilder. Also ich glaube, Schilder zum was draufschreiben. Ja. Wir können schon merken, dass das dann ist. Sarah, ich rede nicht von Schildern. Entschuldigung. Ja, ach, sehr, ich war auf einigen Mittelaltermärkten in meiner Kindheit. Ganz merkt recht. Das schon. Ja. Merkt das schon, dass hier unterschiedliche Kenntnisstände vorhanden sind. Genau, mit Planke und Seil können wir Bilden bauen. Wollte ich euch nur noch kurz sagen, weil ich es gerade gesehen habe. Oh, ich kann eine Kerze bauen. Hübsch. So, wo waren jetzt die... Ja. Also man kann auf jeden Fall Truhen bauen mit Planken. Daraus können wir dann unsere Lagerhaltung sehr gut erstellen. Aber die Frage ist, wie haben wir ein gutes Organisationssystem? Da glaube ich noch nicht dran, um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube auch, ich weiß nicht, ich hatte auch gesehen, ich kann gar nicht, ich sehe in den Lagerboxen, die schon bestehen, nicht sehen, was drin ist.
weiß nicht, ob das userbezogen ist. Ja. Ist da jetzt ein anderes Objekt im Also wenn man Und wenn du da mit E drauf gehst, ist das nicht? Ja, ich muss gleich nochmal gucken, ob das richtig ist. Naja, es ist halt nichts drin, ne? Also in dieser einen. Ah ja, okay. Ich dachte, vielleicht sehe ich die Objekte drin nicht, weil. Ich glaube, wir haben einfach noch niemand hat was für die Allgemeinheit da reingetan. Ich habe da vorhin schon Sachen auch schon reingetan. Aber es gibt halt Geber und Nehmer in so einer Gesellschaft. Ich habe weder rein noch aus. Ich habe weder rein noch ausgetan. Ich weiß noch nicht mal, von was ihr gerade redet. Ich war die erste Truhe, die wir gefunden haben unter diesem kaputten Häuschen. So. Wo war denn nochmal jetzt Lager? Ich mache jetzt ein bisschen gegrillte Maiskolben, weil ich habe leider nichts mehr, was ich hier in der Dunkelheit machen kann. Ich baue jetzt gerade eine Blockhütte. Ich sammle Holz. Dunkeln. Dass man mit dem Schwert oft kein Holz kaputt machen kann. Das finde ich. Die Frage ist, wo baue ich meine Fenster hin? Ah, hinten. Erledigt. Das ist Planken. Frag mich, ob es hier auch einen Enderdrachen gibt oder so. Stimmt. Mindestens ein Äquivalent. Oh. Ach. Meine eigens erstellte Blockhütte. Fantastisch. Dafür klicken wir wieder. Stockdunkel, ne? Also da möchte ich überreden. Ach, guck mal, das kann man hier auf die einzelnen Noppen drauf sitzen. Das ist ja auch gut. Wie könnt ihr in die Höhe bauen? Irgendwie geht das bei mir nicht. Ich habe bis jetzt immer nur diese Blaupausen genutzt. Ah, da. Das ist eh so magnetisch irgendwie. Okay, ich habe schon. Ja, ich habe das falsche Ding benutzt. Skelette mal ganz nebenbei. Skelette? Oh, oh. Oh, drei sogar. Angriff. Angriff. Großer Angriff. Ah, ich hab nix. Oh. Ich hab nix. Geh weg. Ah, ich hab nur Mais. Mach hin schon fertig. Danke. Ich hatte während der Schlacht leider Hunger und musste jetzt essen. Also da konnte ich jetzt gerade aktiv mitkämpfen, weil ich Hunger hatte leider. Das ist verständlich. Na klar. Guck mal, das ist doch schön beleuchtet, oder nicht? Auch eine schöne Beleuchtung. Ich glaube, wir bauen gerade das identisch selber aus. Aber das kann sein. Und dann müssen wir es verwechseln. Nahe Zukunft. Ich baue gleich irgendwas davor, damit man sieht, dass es meins ist. Aber ich hätte mir keine bessere Nachbarin wünschen können. Oh. Es ist sehr dunkel in meinem Haus. Aber die Sterne sind hübsch. Klaut hier jemand die Planken eigentlich? Nee. Ja. Oh. Okay, das. Das jetzt war muss ich anhand ehrlich. Der Stimmen herausgehört haben, wer jetzt Ja gesagt hat. Rate von den drei Angeklagten. Rate mal. Ich hab's nicht geklaut. Naja. Kann man jetzt auch Laternen bauen? Habt ihr Fackeln? Fackel habe ich eine, ja. Du kannst die Fackel in die Nebenhand tun, dann hast du immer Licht, weil das die andere Hand ist quasi. Im Inventar. Das ist ganz geil. Nee, aber Florian, dem brauchst du die Planken. Ich brauche Planken, ja. Ich würde hier gerade ein Lager bauen, so ein bisschen. Also in diesem halb kaputten Haus, da steht eine Truhe. Das ist unsere Lagertruhe. Also die liegen jetzt beim Lagerfeuer. Ja, aktuell, aber ich versuche gerade ein besseres Lager zu bauen. Okay. Ganz links sind alle Lebensmittel. Mhm. Also falls jemand Hunger hat, kann er hier ein Ei holen, aktuell. Ganz links, so wo da. Ist denn das? Ja, hier in der Villa, ganz links. Ach, in der Villa. In der Lagervilla. Mhm. Ich mache euch ein gegrilltes Fleisch da rein. Einfach, weil ich möchte, dass ihr immer gut benachrichtigt seid. Okay, ich habe weitaus mehr Granit als Holz. Was soll rechts rein? Tja, das Granit und Holz vielleicht. Ja, oder Monsterteile auch. Bei Granit und Holz brauchen wir gerade, glaube ich, alle. Ja, okay. Dann lass uns sagen, ganz links Nahrung, dann Granit, Holz, ganz rechts kommen Monsterteile und in die dritte vielleicht so verarbeitete Sachen wie Planken oder Seile oder so fortgeschrittene Ressourcen. Okay, nochmal. Aber was ist die dritte Kiste? Jetzt sind es drei. Okay, verstanden. Aber Maiskorn kann man nicht zubereiten, oder? Das ist einfach nur. Oh Gott! Was war das? Zum Anpflanzen. War das ein Sprengfass, Sam? Nein. Wer hat denn da vorhin so aufgeregt über ein Sprengfass nochmal geredet? Wer war das denn nochmal? Ja, wenn du das an der Stimme nochmal irgendwie erkennen könntest. Also ich hab einen Schlürfpilz. Bis Sprengfass.
fehlen mir auch noch 3 Sprengpulver tatsächlich. Ich habe 1 Sprengpulver dabei. Ich würde folgendes System vorschlagen, von links nach rechts. Okay. Essen, mhm. Rohstoffe, also Granit, Holz, Grundlagen. Fällt da auch Dinge rein? Ja, dann verarbeitete Sachen wie Seide, Planken mhm. und ganz rechts Monsterteile. Mhm. Okay. Hier ist jetzt schon eine Armbrust drin. Ich weiß nicht. Das ist nicht Monsterteil, ich habe mich vertan. Nee, Armbrust ist nicht Monsterteil. Und vor allem nicht so eine kaputte Armbrust. Ja, die kam von einem dieser Burger, die wir sind Monster. Kurze Definitionsfrage. Monsterteile zählen dazu auch Tierteile, also Wolle und Milch. Auf die Diskussion, nein. Sind Tiere Monster, will ich mich jetzt gar nicht einlassen. Da guckt Sam schon ganz böse. Soll ich noch eine Kiste bauen? Ich würde schon für Tiererzeugnisse eine extra Kiste. Na, okay, nehmen. Gut, extra Kiste. Da ist ja noch Platz für Tiererzeugnisse. Okay. Ich brauche erstmal Holz. Ich gehe jetzt. Die sind auch nicht auf einer Linie, genau. Okay. Jetzt sind die schon voll, ey. Na, ich habe keine Lust mehr auf dieses Projekt. Baust du eine neue Villa, ne? Ich glaube. Ah. Hat denn jemand Holz für mich? Auch nicht. So sieht es aus. Nee, also ich habe wirklich viel Granit, aber ich habe gerade gar kein Holz. Ich habe auch keine Holzhacke mehr und damit, somit kann ich mir einfach nichts machen gerade. Ich habe noch 5. Willst du die haben? 3. Ja, das würde mir schon reichen. Seid ihr schon auf C gekommen eigentlich? Nee. Was meinst du mit C? Liegen. Ja, der macht den Kniefall. Nicht einen Kniefall, sondern eher so ein Ihre Majestät. Emote. Aha. Stimmt. Ah, nee, ich glaube, das ist einfach nur ein Scheiß Holz. Crouchen. Stimmt. Ja, Logo. Sehr gut. Ich habe Weizenkorn, kann ich das irgendwo anpflanzen? Bringt ja, das guck was? Mal, ob du das da irgendwie in die Erde reinkriegst. Ich habe schon Erde hingelegt. Ich tue diese Körner tue ich auch in diese alte Kiste, die wir in der Mitte haben. Ja, nee, aber geht nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich vielleicht mit der Schaufel oder so. Irgendwie nochmal oder so eine Hacke, damit man es. Also eine Schaufel habe ich hier. Sarah, ich habe auch nochmal 5 weitere in diesen, genau in dieses Hüttenkistchen. Diese erste Hütte, die hier rumstand. Von was? Dieses angebrochene Haus, darunter ist auch diese Kiste. Und da tue ich jetzt diese Körner rein. Weizenkorn. Ah, da kann ich auch welche reintun. Genau. Maiskorn. Ey, so langsam wird das doch ein Gruppenprojekt. Man glaubt's kaum. Ich habe Chilisamen. Oh. Die haben auch so eine lilane Hinterlegung. Die sind legendär oder so. Selten. Wahrscheinlich. So, jetzt die Armbrust will keiner. Ich habe jetzt 3 drin im Inventar bei mir. Also ich hätte gerne eine Armbrust. Ich schmeiße dir die. Weil ich habe halt nur, kann man die relativ kaputten Sachen irgendwie. Ja, lass uns die wegschmeißen. Wir sollen jetzt nicht die Lagerplätze vollstopfen mit diesen fast kaputten Halbgaren. Vielleicht Sachen, kann man die addieren oder so. Also, zwei kaputte Sachen zusammen? Ich weiß es nicht. Dieses und viel mehr werden wir gleich rausfinden nach einer kurzen Verschnaufpause, in der wir uns sortieren und nochmal fokussieren und auf weitere Projekte vorbereiten. Es geht gleich weiter mit Lego Fortnite. Hey Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Herzlich willkommen zurück hier bei Fortnite Lego-Variante. Wir sind gerade dabei, unser idyllisches Haus aufzubauen. Unser kleines Dorfzentrum ist schon mit dabei. Ich bin hungrig. Wir haben allerdings viele tolle Sachen gebaut. Ein kleiner Rundgang verrät uns schon mal, ja, hier gibt es eine tolle Lagerstätte. Hier haben wir ganz sympathische Einwohner, die hier mit dabei sind. Hier gibt es mittlerweile schon eine Tür und viele andere Dinge. Und im Kern steht immer hier dieses Dorfzentrum. Und da haben wir gerade entdeckt, da können wir so verschiedene Quests erfüllen sozusagen, indem wir hier verschiedene Ressourcen sammeln und dann unser Dorf immer weiter upgraden und dafür auch tolle neue Rezepte bekommen. Das machen wir doch mal. Ja. So, Granit und Planke. Granit braucht ihr. Granit habe ich viel. Ich habe hier noch 4 Planken quasi gemacht, aber muss das jeder für sich einzeln machen? Nee, oder was? Einer braucht beide Sachen im Inventar und kann das dann hochleveln. Bist du Rocket Beans 3? Ich bin Rocket Beans 3. Warte, dann gebe ich dir die ganzen. Wie viel braucht man Granit? 20 Granit gebe ich dir, warte. Bleib stehen. Ja. Ich habe 4, aber auch erst 4 Planken tatsächlich. Ich habe auch 6. Dann kriegst du jetzt 30. Nein! Es geht nur 29 oder 31. Du, ich stehe hier ganz gemütlich. Ja. Es ging nicht.
Hier, bitteschön. Nice. So, wer meinte gerade, er hat Planken? Ich habe Planken. Kannst welche du mir die auch noch hingeben? Dann machen wir doch mal hier ein kleines Upgrade von unserem Dorf. Ich werf Ihnen 6 zu. So. Ach guck, aber hat jemand Erfahrung mit diesen Glücksbringern? Erhöhen die permanent? Weil hier steht Konditionsglücksbringer. Fügt Kondition und Verteidigung hinzu. Dauerhaft oder ist es so ein Buff? Wo hast du das? Das ist jetzt hier in der Werkbank. Ach so. Da kann man hier unter Schild Konditionsglücksbringer bauen. Ich glaube, den habe ich vorhin freigeschalten, dass man den. Ja, der hat. Weil wenn das permanent wäre, das wäre mega gut. Glücksbringer verstehe ich schon so, dass die eigentlich immer. Ja, das ist für dich die Definition des Glücksbringers. Ich kann mir vorstellen, solange das der immer um. Also vielleicht geht der irgendwann kaputt. Also da brauchen wir auf jeden Fall Seidenfaden, Knochen, Wolfskralle. Seidenfaden können wir hier im Spinnwerk bauen. Seidenfaden brauchen wir Seide. Chat schreibt dauerhaft. Das haben wir. Oh, das ist ja geil. Okay, dann lass uns das mal machen. Bauen wir mal allen noch Seide. Wahrscheinlich. Hat jemand zufällig die Planken, die mir hingeworfen wurden, aufgenommen? Ja, ich habe 2. Ich habe nichts. Mhm. Ey, es kann auch sein, dass diese rosa Lady. Die rosa Lady klaut uns einfach unsere Scheiße hier weg. Also, ich habe sie zugeworfen, auf jeden Fall. Naja. Seidenfaden. Ich würde mal bei Florentin nachgucken, Tobias. Florentin, hast du noch ein paar Planken, die du uns gibst? In der dritten Kiste, wenn dann. Nee, in der zweiten Kiste. Nee, in der dritten Kiste, ja. Ja, aber vielleicht hast du gerade aus Versehen welche aufgenommen. Ich finde es immer noch gut, dass hier die Reste von unserem ersten Haus stehen. Und das ist dann einfach die Outdoor-Bett. Ich schlafe da immer noch, ich weiß auch nicht. Ich bin nicht weggezogen. Ich sammle mal ein bisschen Holz, weil mein Schwert ist kaputt. Sobald ich mein Schwert habe, bin ich wieder ready für euch. Ey, wir müssen richtig viele Wölfe farmen für diese Konditionsglücksbringer. Wir haben schon richtig viele Krallen. Aber wir haben nur 4 Krallen. Hast du in der Kiste schon nachgeguckt? Ja, ich habe alle mitgenommen. Und Seidenfaden. Aber an sich sind die richtig, sind die ganz gut. Knochen haben wir eine Menge, Wolfskralle und Seidenfaden. Kann jemand gerade im Moment eine Axt herstellen, weil ich habe all mein Holz schon wieder weggenommen. Ja, ist bei mir auch das Problem. Ich bin deswegen. Aber ich habe aber, ich habe mich schon angemacht. Aber ich gucke auch nochmal in die Holz- und Ressourcenkiste, ob da vielleicht was drin liegt. Aber ich hab zumindest irgendjemand hat eine schon und kann, ich mache jetzt diesen Baum hier kaputt. Ich kann dir eine Axt bauen, wenn du möchtest. Das wäre mega gut. Aber die Lagerhaltung ist schon wieder durcheinander. Och, was? Warum das denn? Ich weiß es nicht, aber ich habe in 2 Kisten Eier gesehen. Oh nee. Ich weiß nicht, was okay, ich bin jetzt Leute, an diesem Stein. Komm mal zum Stein. Da. Das geht nicht. Für am Stein. Steinstein. Ach, der eine Stein. Ich bin da. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Ja, und ich bin jetzt noch. Jetzt schaue ich mal euch mit meiner Armbrust einen Wolf an. Darf ich mir was vom Grill nehmen? Oder? Ja, bitte ja, nicht. Ich habe jetzt die 3 genommen. Ich hoffe, das ist okay. Ja, ich habe die draufgehauen, damit dran was hat. Da steht ein Kater. Ein menschlicher Kater. Was möchte er? Der Muskelkater. Na klar. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Nee. Der will auch bei uns schlafen. Die wollen alle übernachten. Ich sag's euch. Ja, ich mache jetzt mal ein paar Betten hier. Ich habe nämlich Holz gesammelt extra für diese ganze Stoße. Ach so, da das Spinnrad läuft, falls das irgendjemand braucht, was da drin ist. Seidenseide. Ich tippe mal auf Florentin. Damit er sich seinen eigenen Glücksbringer machen kann. Ich und dann das für die Gemeinschaft. Davon war nie die Rede. Ich wollte das für alle bauen. So, ich würde jetzt auf jeden Fall endlich mal ein Bett claimen, damit ich nicht wieder irgendwo ganz woanders spawne, wenn ich sterbe, wenn es okay ist. Hoffentlich glaubt mir keiner. Alles gut. Und dann baue ich einfach noch eins für unsere Gäste. Ja. Ich finde, man sieht an unserer Immobiliensituation auch die Schere zwischen uns und Florentin. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich kaputte Sachen werfe. Es gibt hier nicht Lava, dass man das wegfinden kann. Ja, ich habe halt auch sau viel im Inventar, was basically schon kaputt ist. Ich werfe es jetzt einfach im Busch, wenn ihr drüber lauft. Sorry. Wobei Villa eigentlich der falsche Begriff ist. Es ist ja eher so ein Gemeinschaftshaus. Da liegt der eine Lagerhalle. Eine Lagerhalle. Genau. Finde ich gut. Das Lager. Was? Licht da. Mein Gott, ein wunderschönes Glitzerwesen. Ist das das, wovon dem Jen erzählt hat, dass sie in die magische Welt entführt hat? Ich hab's mir nicht eingebildet. Nee. Ich komm auf die Seite. Oder Florentin hat die gleichen Halluzinationen wie du. Oder er trollt. Eins von diesen Optionen ist es auf jeden Fall. Zeig ihr doch mal.
Der Fee. Man hat sogar so Kombos, wenn man mit dem Schwert eingreift. Oh, jetzt noch einen Wolf. Alter. Dass du dir das inzwischen selber zutraust. Ey, mit der Armbrust geht das tatsächlich. Die Armbrust hilft sehr gegen den Wolf. Okay. Oh, hier wurde was gepflanzt und das gewachsen. Haben wir rausgefunden, was mit diesen Kisten ist? Ja. Hier ist jetzt ein Fuchstyp. Hier ist ein Hain. Der heißt Muskelkater. Mhm. Gut, ne? Super, ein neues Gesicht zu drücken. Hier ist ein Hain. Mit einem magischen Baum. Lebe in meinem Dorf, sage ich jetzt zu ihm. Es wäre schon nett, mal einen neuen Ort zu verweilen. Hast du einen Schlafplatz für mich? Das ist schwer. Ich habe einfach ja gesagt. Ja, alle rein. Wir haben jetzt genug Betten. Ich habe welche gebaut. Digga, diese Steinspinnen sind aber echt ein bisschen nervig. Okay. Ich kann ihm jetzt einen Job geben. Entweder hilft dem Dorf oder gehe mit mir auf Erkundung. Hilft dem Dorf. Ja, den nehmen wir. Mach Ressourcen. Soll ich sagen, er verarbeitet Holz oder soll sammeln, Ressourcen sammeln? Okay, sammeln, oder? Halt sammeln. Ja, sammeln, ja, auf jeden Fall. Okay. Sorge einfach dafür, dass ich eine Werkbank habe, an der ich meine Werkzeuge herstellen kann. Hä, der sammelt jetzt und baut sich erstmal Werkzeuge, oder wie? Nein. Weil er besser sammeln kann. Okay, ja. Der braucht einen Tag. Ey, das nervt mich gerade. Ich will das da jetzt dranbauen. Do it. Nee, ich will es da dranbauen. Und ich glaube... Kann man den ersten Konditionsglücksbringer bauen. Gott sei Dank. Für uns. Ja, ja. Also ich werde ihn tragen, aber ich werde ihn natürlich für die Gemeinschaft einsetzen. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ja, ja. Glaube ich dir. Instant. Also wir haben auch noch keinen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Also wollen wir das auch mal klären? Ey, das müssen wir festlegen. Ja, das würde ich jetzt unter uns einfach. Ach so, ich nominiere Sarah. What? Das ist eine Bescheidenheit. Naja, der Bürgermeister, der immer nur alles für sich rafft, ist auch keine gute Wahl. Also von daher. Dass er Sarah vorgeschlagen hat. Ich bin auch für Sarah. Okay, ja. Das ist Sarah. Einfach mehr. Das muss ich machen. Demokratie. Klingt nach Arbeit. Du entscheidest jetzt alles. Jetzt habe ich diesen Glücksbringer. Achtung, Skelettangriff von hinten. Ich höre es. Ich sehe nichts. Ist tot. Ach, der hat den Muskelkater angegriffen. Oh, nein, der Muskelkater ist tot. Achso, der liegt im Bett. Es sah nur so aus. Ich habe nur die Silhouette gesehen und er ist gerade so einfach auf die Seite gefallen. Okay, aber wir können ja jetzt die Nacht nochmal nutzen, dass wir alle unsere Sachen hier erledigen und morgen früh, frisch ausgeruht, gehen wir dann nochmal auf eine coole Erkundschaft. Finde ich gut. Eine Höhle, ans Meer, irgendwie ein kleiner Ausflug. Was haltet ihr davon als Team? Okay. Ja, gut. Also ich habe jetzt, dann habe ich jetzt eine Treppe gebaut, die ins Nichts führt. Oh, ich würde hochlaufen. Ich darf auch hoch. Ich wollte da oben jetzt mir vielleicht ein Haus draufbauen. Aber es ist wirklich schwierig, das da oben richtig hinzubauen. Und das hier unten kann ich nicht mehr abbauen. Das ist richtig dumm. Alles nervt. Alles nervt. An Lego. Kennt ihr das, wenn ihr so große Lego-Flächen aufeinander baut und die dann gar nicht mehr auseinanderkriegt, weil es so glatt ist? Da habe ich schon einige Fingernägel dran verloren. Das Problem habe ich gerade. Ja? Ich glaube, ich bin ein bisschen lebensmüde unterwegs, aber das... Kriegen wir das noch hin? Kriege ich noch meinen Loot? Nein! Einfach mein Loot. Okay, jetzt reicht's. Mach jetzt nochmal so viele Schwerter. Seid ihr noch ausgerüstet, wenn wir gleich auf Erkundungstour gehen mit Schwertern? Ja, Schwert ist nicht. Hab ich? Nee, kein Schwert. Ich versuche. Ich hab dir vorhin eine Axt gebaut. Soll ich dir noch ein Schwert bauen? Ja, ich bin gerade in der Holzstabproduktion. Perfekt. Man braucht 5 Holzstab für einen. Ich wollte hier irgendwas Cooles bauen, so nach oben, aber es geht nicht. Wollen wir das gleich zusammen? Uns fehlt gerade halt Holz, glaube ich, um das umzusetzen. Wenn ich so ich hab jetzt 15 Holzstäbe in der Mache. Das sollte ja wohl reichen. Aber ich habe halt nicht verstanden, warum ich... Also ich hatte genug Ausrüstung, aber warum ich das da nicht oben draufsetzen konnte. Ah, Skelett! Stirb.
Also dieser Konditionsglücksbringer war wirklich eine tolle Entscheidung. Meinst du? Ich habe jetzt 4 Herzen und eine Rüstung. What? Also, das ist richtig klasse. Zauber. Kann jemand sich um das... Ah, der Muskelkater greift an, das ist gut. Ich glaube, ich werde mir noch 3 weitere holen und dann euch eingeben. Danke. Mhm. Mhm. Nett. Gut. Okay. Was ich war, was wollte ich denn nachgucken? Ach, das war fehlt so. Leider. Sehr. Achtung, noch ein Skorpion. 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 Skeletto. Ah, da hinten der. Shot. Oh, mein Schwert ist kaputt. Ah ja. Ich wollte ein Ritterschild machen. Dafür braucht man Planke und Seil. Ah. Ja, Seil sollte in der Spinnerei gerade gebaut werden. Ich guck mal. Ein Seil. Ich nehme mir ein Seil und tu den Rest in die fertig. Das ist jetzt ein persönliches Erlebnis und Ereignis, aber ich habe meine erste Baumstammhütte gebaut. Oh, herzlichen Glückwunsch. Danke. Nice. Wohin wollen wir denn aufbrechen morgen? Was gibt's denn noch zu entdecken? Na, die Höhle. Man sieht ja auf der Map noch diese kleine Insel links unten, ne? Waren wir da schon? Das sieht aber auch nach Wasser aus, ne? Auf dem Weg dahin. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich gehe ins Bett. Nachdenken macht mich müde. Jemand noch 4 Planken. Das war jetzt wirklich, diese 2 Sekunden Nachdenken, das ist schon stressig gewesen. Ja, das war mir zu viel. Ich kann ich vorhin komplett verstehen. Shit. Hat jemand noch zufällig 4 Planken, damit ich mir ein Schild mache? Ich habe genau 4 Planken. Ich habe auch noch Planken. Meine Heldin. Warte. Ich bin gerade bei dem... Shit. Ich bin bei dem Stein. Achso, ich hab's jetzt... Komm zu dir. Bist du 3? 1, 2... Ja, ich bin 3. Da. Fühlt sich an wie bei Tribute von Panem, wo das ja. Moment nochmal gut. Naja, jetzt an die Werkbank. Ich muss jetzt erstmal checken, wo ich hier was hinlegen darf. So, das ist jetzt mein neues Bett. Das ist mein Bett. Was sollte man vorm Schlafen noch Himbeeren essen, ist die Frage. Mhm. Da kann man dann nicht schlafen. Es gibt Albträume. Ja, die enthalten viel Koffein. Mm. Okay. Können wir vorstellen, dass wir unseren Kumpel auch mitnehmen können? Ja. Irgendjemand muss ja auch aufs Dorf aufpassen, oder? Stimmt. Ja, aber die sind bisher nicht so verlässlich gewesen, was das angeht, ne? Wie schön geordnet das bei Jen ist. Die hat wirklich ihr Inventar so schön sortiert. Ja. Ist ein Tick. Oh, es wird hell, oder? Mhm. Ja, gehen wir dann Wollen jetzt. Wollen wir aufbrechen? Mit Wonne. Jetzt, wo ich mich hier gerade häuslich eingerichtet habe, guckt euch das mal an. Ich komme jetzt hier. Ich nur aus einem starken Hafen kann ein Schiff. Da ragt so ein bisschen Gras raus. Legen. Unten. Wo? In deine Bude. Nee, bei mir nicht. Okay, dann ist es. Stimmt nicht. Aber wir brauchen mal einen hohen Punkt. War eine Lüge. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, mit einer Fackel in einem Holzhaus zu chillen, aber das ist nochmal eine andere Nummer. Selbst wenn es aus Plastik ist, wäre es ein bisschen. Bis jetzt geht's. Mal, konnte man dann nicht irgendwo eine... Ja, aber ich habe doch jetzt 3-mal hier jetzt Beleuchtung hingestellt. Warum? Why goes not? Danke. Ach so, das meintest du mit Gras. Okay, ich bin ready. Ja. Haben wir uns entschieden, wo wir hingehen, Frau Bürgermeisterin? Nee, ich habe noch kein auf, Schwert. Ich habe folgenden Vorschlag. Wir machen das ganz demokratisch. Wer hat mein Schwert? Wer hat meine Ausrüstung? Let's go. Pass auf, wir nehmen die Treppe und gehen aufs Dach. Ich habe auf jeden Fall, warte, ich mache noch ein paar Schwerter. Komm mal aufs Dach. Wir überlegen, wo wir hingehen. Wenn du ich muss noch kurz ein Schwert machen. Okay, mach du ein Schwert und dann sind wir wirklich voll. Muskelkater, bitte geh weg. Boah, diese Berge sehen schon schön aus. Boah, ich finde es ein bisschen schade, dass ich mir hier keinen Stuhl hinstellen kann, während ihr plant. So, wo wollen wir hingehen? Den Berg hier? Ein bisschen Sport. Der sieht eisig aus. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube auch nicht. Weint da hätten nicht? Wir mit Chili Ich glaube, da frieren wir. Ja, ich glaube auch. Aber dieser Hügel da hinten mit den 2 Bäumen, das sieht doch schon mal einen guten Punkt aus, oder? Ja. Okay, das los geht's. Das ist super nah dran. Los aber geht's. Ich habe halt noch kein Schwert, ne? Sam kommt ja, mit dem Schwert. Ja, ich bin noch da. Wo bist du? Hat irgendjemand? Du? Welche Nummer bist du? 2. Nee, 4. Stehst du gerade auf dem Dach? Ja, hier mit einem Grillhähnchen und einer Fackel. That's me. Beste Zeit meines Lebens. Es fällt vom Dach runter. Ja. Gut. Los geht's. Okay, Attacke. Zu den 2 Bäumen. Ich habe auch noch 2 Schwerter extra mitgenommen. Ich muss kurz mein Schwert noch ausrüsten. So, bin da. Let's go. Aber
Was passiert in der Kälte, ist die Frage, ne? Nee, in der Kälte, habt ihr euch jetzt entschieden, zur Kälte zu gehen? Wir gehen erstmal zu dem Aussichtspunkt hier oben. Wir würden nie eine Entscheidung treffen ohne dich, Sam. Da liegt irgendwas Cooles, glaube ich, da oben. Was ist das? Ach, ne, Sarah eigentlich unsere Bürgermeisterin ist, ne? Da muss man natürlich auch sagen. Am Ende trifft sie das Machtwort. Trotzdem seid ihr alle ohne mich losgerannt. Das gibt keine Biene in eurem Notizbuch, okay? Da liegt auf jeden Fall. Da waren wir schon mal. Ja. Aber hier ist eine Straße, ne? Die können wir auch entlang gehen. Stimmt. Das war der Straßenentgang. Ach, da. Hallo, Kühe. Mu. Mu. Achtet auf euren Energiehaushalt. Ja, ja. Kennt ihr diesen Doppelsprung, den man immer als Kind früher gemacht hat? Ich finde, wenn man hüpft mit dieser Lego-Figur, sieht es genauso aus. Du meinst springen und in der Luft nochmal abspringen? Ja, genau, dieses... Ich weiß nicht, wie ich das... Das hast du als Kind gemacht? Ja. Hä? Wow. Zu viele Videos. Achtung, Steinkrabbel. Oh, von rechts, Krabbelstein. Von hinten. Ah. Schützt die Bürgermeisterin. Oh, die Strecke fehlt. Wow. Nice. Stark, sehr gut. Guck mal, zur 14 sind wir unbesiegbar. Ja, ich habe ganz viel dazu. Oh, was leuchtet da hinten so blau? Guck mal, blau. Kalt. Kalt. Das haben wir nicht bedacht. So weiter können wir nicht. Aber hier ist doch nicht kalt. Haben wir Fackeln dabei? Hilft die Fackel? Nee, mir ist auch kalt. Okay. Ich glaube, die Kälte aber kommt eher von neue, links. Neue Items. Wenn wir uns rechts halten, hier ist noch ein Gebäude rechts. Wir wissen was. Achtung, Wolf. Schneebeere. Wolf? Doppelwolf. Doppelwolf. Weg. Nee, Kampf. Die an. Sicher, den machen wir platt. Na gut. Erster Wolf down. Ich bin im Baumenü. Warum? Also Kuh als Baumenü direkt neben BASD zu legen, ist schon auch hart. Das ist gefährlich. Okay, hier gibt es noch ein Haus. Boden? Ich weiß nicht, wer mit Pfeil kämpft. Ja, ich nehme gerne. Ich sammle es einfach auf. Neuer Loot, Schneebeere. Ach, Plünder. Schneebeere. Habe ich auch. Ist gut. Plünderhaus. Aber es ist natürlich kalt. Kiste ist hier drin. Da sind Banditen, oder? Komm. Da ist ein Lager. Leute, da ist ein Lager von anderen. Da sind ganz viele. Sind wir da an derselben Stelle? Nee, also ich komme zu euch an das Haus. Aber da, wo ich gerade war, war ein Lagerfeuer. Oh, Schnee, da ist wieder Steinkrabbe. Ja. Sag mal. Da ist auch gleich ein Wolf. Hab sie gleich. Aber ich habe ihn schon fertig gemacht. Alter, du schaffst einen Wolf 1 gegen 1? Na klar. Alter, Sam, du bist so krass. Weiß. Das würde ich mich nicht trauen. Tja. Und das ohne Glücksanhänger. Irgendjemand hat das Lager schon gelootet, natürlich. Wolf nochmal auf links. Wer das wohl war. Ihr habt die zweite Kiste übersehen und wisst ihr, was da drin war? Sachen. Eine Wolfskralle und drei Maiskörner. Okay. Nice. Aber in welche Richtung begeben wir uns? Alter, hier nach Ost-Süden. Ja, ich würde sagen, Florentin hinterher. Das ist Entdecker. Oh, hier ist noch ein Wolf. Wolf! Ja, wir haben sein Haus, wo er seine Krallen aufbewahrt, gerade kaputt gemacht. Das sind die Winterkrallen. Da muss er sich dann anheften. Boah, wann trägt man... Nee, jetzt tritt er mich nochmal. Von wann bis wann trägt man eigentlich Winterkrallen? Oh, da ist immer, eine Krabbe. War das nicht von N bis N? Von November bis... Nein. Nein? Nein, mein Schild ist kaputt. Oh, Stein gerade. Oh, stimmt, ich habe ja ein Schild, das habe ich noch gar nicht. Gut. Boah, das wurde aber zerhäckselt hier gerade. Oh, jetzt ist nämlich auf der Map auch schon ein bisschen mehr zu sehen. Jetzt hier wieder eine Erhöhung. Ich würde einfach immer weiter weg vom Dorf laufen. Ja, weiter. Neues erkunden. Immer geradeaus, immer vorwärts, der Nase nach. Wir wollten eigentlich auf dem Weg bleiben, das haben wir jetzt auch nicht mehr hingekriegt. Nee, weil es ja kalt wurde. Der Weg ist kalt. Wir sind so lange Abenteurer, bis es ein bisschen kalt wird. Achtung, Hütte mit Wolf. Straight rein. Let's go. Ich habe noch 17 Pfeil, keiner kann uns was. Ich sehe den Wolf. Wo ist der Wolf? Er ist im Busch. Ich habe ihn gelegt. What? Wurden hier Sprengsätze eingesetzt? Ich bin unschuldig. Hat Sam vielleicht doch irgendwelche Sprengfässer dabei, von denen sie uns nichts erzählt hat? Da auf dem, leider nicht. Auf dem Dach ist eine Kiste und ich weiß nicht, wie man da hochspringen soll. Warte mal, Anfrage von Golden Sponge 3838. Ich bin an der Kiste. Ich loote. Sehr gut. Wenn ich die Option bekomme. Oh, noch eine Kiste. Sponge darf nicht mitspielen, es tut uns leid. Hier sind Lebensbalken. Hier. Aber Wolle... Erde. Und Lebensbalken Norden. Was? Ah, ich hab... Was sind das für Lebensbalken hier?
Florentin, hör auf, alleine wegzurennen. Oh, Achtung, hier kämpfen Leute gegen den Wolf. Ja, wo denn? Zurück. Ich habe Pfeile. Norden. Ja, wir gehen zu Florian. Also in der einen Kiste hier ist noch Wolle, aber ich habe keinen Platz mehr. Den nimmt die auseinander. Egal, scheiß drauf. Ja, let's go. Alter. Sind das an, ist das der Golden Sponge? Nee, der greift uns an. Der gelbe Ritter. Wir können nicht in einem Kampf eingreifen und beide Parteien ausschalten. Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Der hat weiter auf uns gehauen und da ist noch eine Steinkrabbe übrigens. Ach, die hasse ich am meisten. Ja, die sind super nervig. Oh, wie wir zu viel drauf gehen. Jetzt können wir auf den Weg, glaube ich, gehen, oder? Ja, okay. Jetzt können wir den Weg gehen. Links oder rechts? Ist auch wieder Schneegebiet eigentlich, geradeaus. Ne? Ich will weg vom Schneegebiet. Ah, Spinne. Das in die andere Richtung, ja. Okay. Guck mal, hier gibt es wieder so einen kleinen Berg. Wir könnten auch auf den Berg hoch. Ja, mal gucken. This way. Alle mir nach. Kurz die Kuh streicheln. Was ist das da oben links? Berg? Ist das nochmal. Ach, da ist nochmal so ein Gebäude. Kommt ihr mit oder seid ihr da? Da. Ich bin da. Sorry. Ich habe nochmal eine Kiste gefunden. Ganz einfach. Anscheinend haben sich auch die gelben Ritter versammelt. Boah, die ganzen Minecraft-Shortcuts funktionieren nicht. Man muss das alles einzeln rüberziehen, das nervt. So, ich gehe jetzt auf den Berg hoch, nicht? Ja. Berg. Boah, Berg, die Aussicht Berg. Ah, ich. Da geht's aber ganz schön steil. Nee. Nee. Wir sind keine Bergsteiger. Einfach geradeaus und hüpfen. Aber an der Seite lang. Wenn wir jetzt wirklich? Was bauen Nein. könnten. Wir glitschen uns da jetzt hoch, oder was? Ja, ja klar. Hier vorne gibt's eine kleine Umgebung. Was? Fast. Seht ihr eigentlich meine riesige... Oh, da unten ist auch noch mal ein großes Haus. Oh. geschafft. Steinkrabbe. Und ist eine Steinkrabbe. Die seid ihr ganz oben, oder was? Steinkra. Boah, hier ist schon cool. So, die Aussicht. Schon nicht von schlechten Eltern. Ui, ja, wow. Zauberhaft. Das könnten wir alles kunden, da unten ist Wasser. So eines Tages wird das alles dir gehören. Wenn wir nicht so empfindlich wären, könnten wir da überall hin. Aber nein, uns ist ein bisschen Aber guck mal, kalt. Lass doch mal zu dem großen See da drüben. Ja, da möchte ich hingehen. Wir können ja das Haus mitnehmen, auf das wir jetzt zulaufen und dann zum See runter. Können wir da runterschlittern? Da ist ein Wolf schon mal. Ah, okay, gut. Es reicht, wenn man die Geräusche. Und eine Steinkrabbe. Ich war null drauf vorbereitet. Ach scheiße, es wird ja auch irgendwann Nacht. Das war schlecht vielleicht. Aber wir sammeln ja Holz nebenbei und können wahrscheinlich... Ich bin gleich tot, Viertelherz. Oh. Scheiße, ich habe auch nur noch... Ich helfe. Viertelherz. Das könnte auch so ein Romantitel sein. Schnell so einen rohen Fleischklumpen reinfressen. Ja, mein Schwert kommt langsam. Vielleicht hätte ich zwei mitnehmen sollen. Achtung, Spinne von rechts. Aber es ist für euch, für unser Team schon lang kein Problem mehr, so eine kleine Spinne. Nee, die ist die Jetzt sind wir richtig angekommen. Ich habe drei Seide gefunden. Ich habe Kürbiskerne und Himbeersamen. Nice. Wir haben auch so lange jetzt gerade Spaß, bis wir definitiv gleich einfach, es ist Nacht und dann sind wir auch tot. Nee, naja, dann wir können ja ein Lager aufschlagen. Und dann ich weiß nicht, ob man ein Lager aufschlagen kann. Ja klar, solange wir Feuer haben, ist doch alles gut. Und Holz und sammeln ja nicht. Wir sammeln. So, nächste halt See, wir wollten zum See. Ja, lass nochmal schnell zum See. Hier sind richtig viele Ruinen auf jeden Fall. Da können wir noch ordentlich looten. Let's go. Steinkrabbe. Steinkrabbe. Die ist verwirrt. Es gibt auf jeden Fall kein Fall Damage. Nein, meine Armbrust ist kaputt. Oh no. Wir werden die eine neue. Cool. Achtung, hier ist ein NSC, oder? Nee, drei. NFC. Kann man wohl schwimmen? Probier's aus, du bist die Bürgermeisterin. Das waren ich schwimme! Tatsächlich! Ich kann schwimmen. Achso, aber die Energie geht leer, Sehr gut, das war ein kurzes Abend. Also man kann ein bisschen schwimmen. Oh, sind da neue? Nee, das sind auch nur Himbeeren, ne? Ja, schade. Nur Himbeeren, wie verwöhnt du mittlerweile. Aber ich will halt schon wissen, die geben mir halt ordentlich Durchfall, was soll ich sagen? In der Mitte von diesem See ist halt auch so eine kleine Insel. Ich wüsste gern, was da können wir ja schon von der anderen Seite vom See Stellt euch vor, wir hätten hier eine Hütte hingebaut mit so Brücken und so. Ja, oder können wir nicht einfach so einen Baumstamm abholzen und den Stamm nutzen? Ja. Naja, aber wir können auch einfach um den See rumlaufen, Ich schwimme gerade drüber. Das macht gar nichts. Auch wenn deine Energie leer ist? Du hast doch... Hier geht die Kondition aus. Nö. Ach so, da musst du langsam schwimmen, oder was? Ich schwimme ganz normal. Und also mir passiert nichts. Ach, die Energie! ja. Na mal, mir macht das gar nichts, ertrunken.
Die Frage ist, du spawnst jetzt beim Bett, nicht? Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe oben links auf die Herzen und auf Vor allem, es kann halt auch niemand deinen Rucksack holen. Nein. Wie sollen wir deinen Rucksack holen? Ja, ich kann draufstehen. Okay, ich möchte... Ihr kommt aufs Boot. Wie? Du hast jetzt ein Boot? Wir fahren im Boot. Es ist ein Baumstamm. Vorwärts. Es ist doch nicht vorwärts. Nee. Nein. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anschieben. Naja, es kann ja immer einer schwimmen und zum Ausruhen wieder aufs Drauf gehen. Alles ja, ist schrecklich. Man kann es nicht anschieben. Aber man kann es beim Schwimmen. Ich kann euch sagen, es gibt unser Lager noch. Aber schön. Es muss doch möglich sein, ein Boot zu bauen. Das war richtig dumm. Naja, aber also ich glaube, diese Insel, die wir da sehen, ist einfach ans Festland angehängt, wenn wir einfach um den See rumlaufen. So sieht es für mich zumindest denkst aus. Denkst nicht wie ein Seemann, muss ich ganz sagen. Wenn wir ich nur denke, ums Meer rumlaufen, vielleicht kommen wir auch nach Rügen. Das ist halt ein Stück, ne? Ja. Aber die einzige Möglichkeit, dass, wie wir zu dir kommen, Sarah, ist jetzt, dass wir uns alle... Nee, müsste schon nicht. Oder zurücklaufen. Das Ding ist, ich kann meine Karte nicht mal... Ach doch. Aber wir können ja hier schon mal ein Lager aufschlagen. Es gibt eine Strömung hier. Es gibt eine Strömung. Könnt ihr versuchen, mit eurem Baumstamm meinen Rucksack zu saven? Geht das? Nee, also... Ja, der bewegt sich halt. Man kann schon fahren. Wenn immer einer anstößt und dann, bevor die Energie los ist... Bevor die Energie weg ist, wieder oben drauf? Nee, man kann es leider aus dem Wasser nicht anstoßen. Aber Florentin fährt. Mach's gut, ihr Trottel, ich hau ab hier. Ja, jetzt wird's dunkel, während ich zu euch renne. Das ist so dumm. Naja, solange du immer schnell unterwegs bist, kann ja eigentlich nichts passieren. Nein, eigentlich brauchst du sogar ein Schwert. Alter, ich bin so schnell. Naja, bauen wir hier einfach ein neues Dorf hin, oder was? Da ist ein Wolf. Bis Sarah kommt. Ja, ich find's nicht so dumm. Und eine Steinkrabbe. Ich sammel Holz. Komm, lass das machen, bis Sarah kommt. Ja, ich komm extra schon ein bisschen. Ich bin jetzt schon tot. Das schaffe ich alleine nicht. Wisst ihr noch, durch was wir uns alles durchgeschlagen haben zu führen? Aber da musst du weglaufen. Ich lauf ja schon. Aber es ist halt auch Nacht jetzt. Ich habe zwei Wölfe an der Hacke. Ja, hier sind auch. Ah, man kann Kartenmarkierer machen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, das war so, was ist denn? Und ein Skelett, zwei Skelette. Ich mach mal so eine doppelte Hütte, da können wir alle dann schlafen. Ne? Ja. Ich sammle Bett für. Schönes Haus. Holz für Betten. Ja, ich bin nur noch so die halbe Karte von euch entfernt. Das ist ein Skelett. Das ich mach auch noch ein bisschen Holz. Hinterhergerannt ist. Irgendwann lachen wir über solche Distanzen, Sarah, und sagen, wenn wir die komplette Map spielen. Ah, Wolf. Hallo, Wolf. Also wer Holz hat, kann gerne das Haus vervollständigen. Ja, ich sammle gerade welches. Ich komme und helfe gleich. Sobald meine Spitzhacke kaputt ist, Wahrscheinlich bauen wir hier ein Lager, das viel schöner ist und wir gehen nie wieder zurück zum Ja, am See ist doch schön. Also ich komme, der Wolf dreht immer noch nicht um. Ah, Baum. Ah, dumm. Du schaffst das, ich glaube nicht, Sarah. Ja. Ich sehe jetzt gerade auf dem freien Feld so drei Skelette, habe einen Wolf hinter mir. Na gut. Ich war actually ein bisschen klug und habe eine zweite Axt mitgenommen, aber ich habe kein zweites Schwert mitgenommen. Voll mit den Wölfen. Florentin, baust du am Wasser? Ich halt nicht so ganz. Ja. Hallo. Es kommt so eine ganze Armee mit mir mit, wenn die jetzt alle... Ich kann ja schlecht nach hinten gucken. Aber alles, was ich einmal so angelockt habe, wenn das noch da ist. Ich glaube, das haut vom Moment mal, wurden wir beschossen gerade? Skelettangriff. Oh nein. Kann sein, dass ich die geholt habe. Die haben ja auch noch... Wie geholt? Eingeladen. Ich bin doch aus der Dunkelheit gekommen und dann... Ich bin aus der Dunkelheit. So. Da rechts ist ein grüner Strahl. Seht ihr eigentlich diesen grünen Strahl? Und der so komplett? Nee, das ist dein Rucksack. Ja. Der wird dir angezeigt. Mein Schwert ist kaputt. Ich kann mich aber ihr seid doch nicht so weit weg von meinem Rucksack. Seid ihr weggegangen? Von da, wo wir sind? Nein, wir sind genau im Wasser. Ich bin aber nicht so weit geschwommen. Aber das müsste. Ja, doch, das ist mein Rucksack. Oh, ist das traurig. So. Können wir irgendwas Wasserboot. Artiges bauen? Nee, noch nicht. Aktuell irgendwie. Noch nicht, nee. Schade. Aber Florentin könnte es mit seinem Glücksanhänger ja vielleicht mal versuchen, der einem mehr Ausdauer Weil du hast gibt. Genau die doppelte Ausdauer. Du könntest hinten schwimmen und wieder zurück. Ich dachte, ihr fragt nie. Hallo, ich bin wieder da. Hey, hallo. Grüß dich. Hallo, that's me. Wir haben nie an deiner Bürgermeisterschaft gezweifelt. Wirklich. Und wir haben ein neues Haus. Ah, Skelett!
Achtung, ich hab nichts. Ah, warte. Nieder damit. Mach mal hier die Hütte fertig. Aber es gibt keine. So, Hütte ist dran. Ich versuche jetzt mal kurz eine Lagerfeuer habt ihr, ne? Gut. Wir müssen jetzt nochmal Schwerter herstellen. Ich glaube, das ist. Ich kann eine Werkbank machen. Jo, das wäre cool. Das ist gut. Und ich mach mal hier die Hütte fertig nochmal. Also ist schon nett hier, aber ich hätte ganz gerne eigentlich. Aber waren Sie schon mal in waren Sie schon mal in Altenberg oder wo? Das okay, ich kann. Nee, hier kann ich. Ich habe das falsch gemacht. Damit können wir. Wir sollten das eigentlich auch mal markieren, ne? Es gibt ja diese. Ja. Kartenmarkierer. Ich mache einen hin. Kartenmarkierer, damit wir das immer wieder finden können. Welches Symbol nehmen wir dafür? Zwei für zweites Wasser, Haus. Oder? Nee, Wasserblau. Ja, aber ich irgendwas kann Farbe Westriges? Und Symbol. Ich würde. Naja, wir hatten viel mit Wölfen zu tun. Die Wolfstatze finde ich nicht falsch. Und das aber in Blau. Außerdem haben andere Angst, wenn sie die Wolfstatze sehen. Stimmt. Ich nehme auf jeden Fall schon mal das für Wasser. Wobei, wir können auch wieder das Haus nehmen. Und dann müssen wir aber einen Markierer, wenn wir wieder zu Hause sind, in einer anderen Farbe dahin machen. Auch mit dem Haus. Okay. Könnten wir aber eine Werkbank. Ach, habt ihr schon. Ich mache jetzt zwei Schwerter wieder. Ah, dann, da sind Monster. Ich hab sie schon getötet. Aber wir haben jetzt gar kein. Ihr habt jetzt also gar keine Kritik. Aber ich finde, ihr habt richtig Scheiße gebaut, indem ihr diese beiden Handwerksdinger so gebaut habt, dass wir keinen Platz mehr für Betten haben. War nicht die Idee, dass wir hier Betten hinbauen? Das ist Handwerkshaus. Falls es regnet. Aber wenn es regnet, müssen wir eher bauen als schlafen. Dorothy. Ja. Ich glaube, wir können noch ausbauen. Wie viel haben wir schon geschlafen? Wer schläft denn hier? Lass mal einen Anbau machen. Ich dachte. Wer vor allem, das habt ihr so Platz, also raubend gebaut, wie es nur geht. Empfehlung. Also, mehr Platz kann man gar nicht verwenden für diese beiden Dinger da. Naja, jetzt nutzt sie wenigstens. Ich schlafe trotzdem, ich schlafe in der Werkstatt. Ist mir egal. Ich kann man sich denn nicht eigentlich auch draußen ein Bett bauen? Nee. Ja, doch, doch, oder? Hast du schon mal? Du musst zumindest auf Boden. Ich find's romantisch. Guck mal. Gute Nacht, Freunde. Hä, das geht? Romantisch, bis der Hagel kommt. Das ist ein guter Buchtitel. Also ich hab's gemütlich hier. Romantisch, bis der Hagel kommt. Oder ein Song. Okay. Oh, da ist ein Wolf. Ich wollte auf die andere Seite schwimmen, aber da ist ein Wolf. Hey, die kann man doch. Gar keinen Fall. Ich kann jetzt ein Schwert machen. Braucht jemand noch eins? Ja. Scheiße, ich hab keine Kondition mehr. Aber das ist eine Insel da hinten, glaube ich, oder? Können wir da nicht hin? Können wir nicht so. Doch, da können wir so hinlatschen, glaube ich. Aber zumindest, wenn von der anderen Seite ist, glaube ich, die Entfernung nicht so ja, weit, ist, dass man. Ich finde, da hat sie nicht Unrecht. Wollen wir das mal machen? Ja. Könnt ihr versuchen. Gemeinsam rüberschwimmen? Ja. Komm. Na gut. Und dann von der kürzesten Distanz aus auf die Insel. Aber hier ist ein Gebiet. Da ist ein Wolf, rechts ist ein Wolf. Mhm. Wolf greift an. Ich hoffe, ich schaffe es noch. Ich habe nicht mal ein Schwert dabei. Ich habe eins, ich bringe dir. Hä, der läuft vor mir weg. Was ist denn das für ein Peinlo-Wolf, Alter? Krass. Okay. Von Angst vor Wolf bis wir halt, beleidigt wir haben, jetzt. Wir haben übrigens noch Chen vergessen. Die ist übrigens. Nee, ich habe dir noch ein Schwert gebastelt. Ich komme jetzt rüber. Ja, wartet mal eine Sekunde. Wenn die Strömung mich nicht wieder nach Hause. Du hast das auch viel smarter gemacht. Du bist einfach über die Steine gehüpft. Hey, warte. Moment, hier ist dein Schwert. Dankeschön. Willkommen. Ich habe noch ein Schwert, nur im Fall der Fälle. Fantastisch. So, viel besser. Mann, wieso läuft denn der die ganze Zeit vor ihm weg? Komm jetzt. Oh, Hunger. Entschuldigung, ich bin raus. Mitten im Kampf. Achtung, Wolf. Oh, du hast ein bisschen Hunger. Jetzt ein Döner. Oh. Mann, warum? Ich habe schon so viel Wölfe getötet und der Loot wurde mir immer geklaut. Ja, hier, ich leg sie dir hin, die 8. Die 8? Die 8. Ah, die Krallen. Dankeschön. Du hast mittlerweile 8 Wolfskrallen. So, Freunde, wir gehen jetzt weiter Richtung Rucksack. Ich sehe ihn. Das ist wirklich nicht so weit. Wo ist dein Wir müssen jetzt hier, geht's auf die Insel rüber. Ja, Insel. Ich glaube nämlich, dass das der schnellste Weg auf die Insel ist. Aber Vorsicht, ihr braucht volle Kondition. Aber seht ihr, habt ihr meinen Rucksack gesehen? Nein, ich glaube, den siehst wirklich nur du. Naja, also ihr seht also den auch als kleines Item, auch. Wenn ihr rechts von der Insel guckt. Ich sehe es, der strahlt da. Ja, sag ich. Nein, genau, man kommt hier nicht hoch. Nein. Oh, oh. Oh, ich bin durch. Ich bin oben. Bitte, bitte, bitte. Kann ich irgendwie sprengen? Wo? Wo? Oh, wenn du kommst hoch. Alles oh, das war ein Schocker. Insel, oder? Ich
Von hier aus kann man unser Haus sehen. Kann man? Hier war sogar eine Truhe. Und wenn ihr jetzt... Ah, wenn, da ist der Rucksack. Da ist der Rucksack. So lächerlich, wenn man im Wasser... Das ist aber unten. Ey, ja, aber ich gebe euch jetzt alles, was ich habe und dann versuche ich, diesen Rucksack zu kriegen. Nehmt das alles, was ich habe. Aber selbst wenn du nehmt alles. Kriegst, stirbst nein, du Sarah, wieder, das schaffst du nicht. Aber dann sterbe ich. Das ist unverlässlich. Ich da jetzt was, Sarah, tu das nicht. Zieh deine Kleidung wieder an. Stopp. Nein, zieh dich wieder an, Sarah. Alles. Stopp. Stopp. Nein, 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 oh. Das schade, aber mein ganzes schwimm, 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 was schwimm. Denkst du es dann zu haben? Aber guck mal, mit der Hälfte vielleicht kommt sie ran. Ich nee, 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 ich bin jetzt schon bei der Hälfte. Selbst wenn du es... Ich hätte hier eine Brücke gebaut. Auf gar keinen Fall schaffen. Aber dann schwimm ein bisschen in die Richtung und dann kannst du es mit jedem Mal so ein bisschen näher ran schwimmen. Oh Gott, vor allem bin ich gleich wieder am Lager, ne? Oh, so ein Stück, so ein Stück, so ein Stück, so ein Stück. Oh. Okay, das aber wird eine längere Geschichte. Naja, aber kriegt man den Rucksack überhaupt aber jedes Mal wieder? Weil bei manchen Spielen ist es doch auch so, dass du nur einmal hinkommen kannst, Leute, oder? Der Rucksack ist weg. Nein. Ich bin am Ufer und ich habe all meinen Stuff wieder. Weil du da geschlafen hast? Nee. Ich weiß es nicht. Nee, weil wir da so einen Aufhänger hin vielleicht hingemacht haben. Nee, aber ich bin auch gar nicht bei uns. Ich bin auf der komplett anderen Seite. Guck mal, wo ich bin. Hier, mit der Fackel. Aber ich habe alles wieder. Aber warum? Hä? Ich weiß nicht, weil Mut belohnt wird. Darum geht's in diesem Spiel. Das jetzt will haben Fortnite gelernt. Euch beibringen. Ich würde es eher Waghalsigkeit als Mut nennen, aber das ist, glaube ich, Ansichtssache. Ich bin vollkommen... Oh, und eine Fee. Ja, jetzt fängt sie plötzlich auch Delusions an zu sehen. Das ist eine Fee. Ja. Die macht Regen. Mm. Die bringt dich zu den Wölfen. Nein, die bringt einen zu Kisten, glaube ich. Hallo, Fee. Seid ihr schon mal bis zum Schluss hinterhergelaufen? Mhm. Magst du aber zu uns wiederkommen? Nee, ich möchte der Fee hinterherlaufen. Okay. Wir haben sie verloren. Sie ist vorbei. Einfach, weil sie jetzt überlebt hat, sieht sie plötzlich ja. nur noch. Ja. Nein, ja, ich habe die bekommen als Belohnung. Die ist nur für mich. Ich glaube, ich höre... Ach so, ist ein Wolf. Nicht bauen. Tschüss, Freunde. Aber ich gehe ins. Kann man sehen, ne, mit dem Rauch. Oh, da ist ein Lama. Was? Ich hab's vorhin noch gesagt. Ein Fortnite-Lama. Ich seh's nicht. Ich seh's. Guckt. Da. Also, Wolf. Die Fee bringt einen zum Lama. Jetzt kommt Florentin und holt sich den Loot. Das war ich. Ah, nee. Da, sorry. Zwei Wölfe. Nein, nicht das Lava. Stopp. Sag mal, niemals. Das ist doch nicht dein Ernst. Es reicht. Warum ist unsere Bürgermeister noch in der Nacht? Können wir da nochmal drüber reden? Habt ihr nicht gesehen, was... Ihr müsst da jetzt mitkommen. Die Mission ist... Wo du jetzt wieder rauskommst. Oh, scheiße. Warum bin ich denn jetzt wieder hier? Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis Pen and Paper losgeht. Mhm. Ich komme jetzt erstmal zu euch an den See und dann gehen wir zum Rucksack, denn da ist das Lama. Und dann könnt ihr da Wölfe killen und ich kann wissen, was in dem Lama, was das Lama ist. Dein Ziel hat. Von Anfang an war ja eigentlich, ein Lama zu streicheln. Siehst du? Und ich war kurz davor. Ich denke, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir hin. Wo sind jetzt die anderen? Warum? Ich habe hier noch einen kleinen Wolf. Es ist ganz wundervoll gewesen. Nee, die sind nicht beschrieben. Aber die ganzen. Nur verniedlicht, weil er so schwach ist. Aber die ganzen bösen Wölfe haben es nicht zugelassen. Wo seid ihr? Stabil. Also, ich bin wieder auf dem Weg, könnte man sagen. Wo lauft ihr denn gerade hin? Weil ich laufe euch hinterher und ich muss ja einigermaßen das Dorf wiederfinden. Ja, aber wieso habe ich denn auch nur. Ja, wir sind immer ich bin noch am Zweithaus. Ich bin am Seehaus. Ja, okay, dann auf der anderen Seite hin. Noch. Ich habe ja auch eine kleine Überraschung für euch übrigens. Ich habe eine Höhle hier gefunden. Hast du meinen Rucksack eingesammelt? Ja, okay. Ich komme jetzt dann auch erstmal wieder zu unserem Seehaus. Ich habe eine Höhle gefunden hier an unserem See. Höhlen sind sehr tödlich bis jetzt, glaube ich. Dann lass uns doch jetzt kurz am Seehaus gleich alle zusammen treffen. Wir machen noch mal ein paar Schwerter. Ja. Und dann rennen wir in den Tod. Dann killen wir das Lama. Dann den Tod zum Abschied. Dann gehen wir zu meinem Rucksack. Und so sind töten die, so stark. Die Wölfe und streicheln das Lama. Und dann können ihr Pen and Paper spielen gehen. Ist doch nett. Finde ich gut. Oder? Ja. Oh, nee. Dafür muss ich aber erstmal noch zu euch rennen. Das dauert noch ungefähr fünf. Achtung, du hast eine Steinkrabbe hinter dir, wer auch immer hier im Wasser ist. Scheiße, aber ich habe ja gar keine Energie. Nein, 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 nein. Das hat mir gar nichts gebracht. Ah, ich bin wieder da. Willkommen zurück. Hä? Willkommen zurück. Wer macht die Regeln? Was soll das? Ich habe das Gefühl, an diesem magischen See gibt es keine Regeln. Ja. Hier ist einfach alles kreuz und quer. Komplett willkürlich. Vielleicht ist es Bestimmung. Wir hätten von vornherein hierher kommen sollen.
Ja, aber wieso hast du es jetzt zweimal, einmal geschafft und zweimal nicht? Aua! Ah. Hier, Sam, ich hab überall. Nein, ouch! Oh, weil du so ein tolles Mitglied der Gruppe bist und immer die besten Barbecues veranstaltest und immer so schön grillst, hast du hier einen Konditionsglücksbringer. Oh, oh, Inventar voll. Ey, ich danke dir vielmals. Ich werde ihn den musst du jetzt in diesen Ausrüstungsslot legen, im Inventar. Rechts unten. Oh, meine erste Ausrüstung. Ich sehe den See. Krank. Danke, Florentin. Gerne. Du bist ein richtiger Team. Und für dich habe ich auch eine Überraschung. Du bist Jen, ne? Ja. Weil du so ein tolles Mitglied unserer Gruppe bist. Ja. Und hier ist deine Konditionsglückbringer. Auch Inventar. Daran hat er die ganze Zeit heimlich gearbeitet. Oh. Ich kann euch eins versprechen, mein Inventar ist nicht voll. Muss ich jetzt anbringen. Hier ist es. Hat auch so ein kleines Shiny-Zeichen dran. Und damit können wir den Rucksack schneller holen gehen. Ja! So, ich mache noch mal ein paar Holzstäbe, Rucksack. Dann können wir neue Schwerter machen, bevor wir gleich uns ins Verderben stürzen. Ja, ich habe auch kein Schwert. Ich werde jetzt auch noch was für die Gesellschaft hier. Hallo, ich bin wieder da. Sarah, hallo. Sarah, warte mal. Hallo, hallo. Weil du so ein tolles Mitglied unserer Gruppe bist und so eine tolle Bürgermeisterin immer für uns warst, kriegst du hier einen Konditionsglücksbringer. Dankeschön, der ist ja wunderschön. Sieht aus wie so eine Glocke, mit der man Toiletten entstopft. Ein Pömpel? Ja, danke. Genau so. Schaut mal, ich habe uns noch mal neue Betten angerichtet. Was heißt das? Kann ich mal anders schlafen? Können wir bitte losgehen und meinen Rucksack holen? Ja. Ich leg mich aber einmal kurz hin. Hat jemand noch ein Schwert? Ich leg mich einmal kurz hin. Hat jemand noch ein Schwert? Ich bin dabei, Wir müssen noch kurz warten. Aber ich kann eins machen, glaube ich. Ich leg mich noch mal kurz hin. Hast du schon ein Schwert oder soll ich dir eins craften? Ich hab nix. Ich kann, glaube ich, auch noch eins machen. Okay. Ich versuche gerade Holz zu finden, aber es geht nicht so gut. So, eins ist hergestellt. Es sind auch gerade noch Holzstäbe in der Mache. Ich habe auch keine Axt. Nee, der das haben wir schon lange fallen lassen. Danke. So. Hast du? Ja. Ah, fantastisch. Ja. Let's go Wölfe killen. Rucksack holen, Lama finden. Warte, ich mach noch ein Schwert für die Sicherheit. Hier liegt noch eins. Wusstet ihr das? Hier hinterm Haus liegt ein Schwert. Aber ich glaube, das ist bestimmt abgenutzt von einem dieser Skeletons. Ja, du hast recht. Alle ready? Ich habe zwei Schwerter. Los geht's. Gehen. Hier, lang. Wir uns an. Angriff. Falsche Richtung, da lang. Ja, gut. Volle Energie. Wenn ihr hüpft im Wasser, dann spart ihr Energie, warum auch immer. Oh, wirklich? Das ist ja richtig. Richtig hochhüpfen. Scheiße, dann hätte ich das. Das ist das WoW-Prinzip. Ich hätte alles einfacher haben können. Naja. So, ich sehe den grünen Strahl. Okay. Folgt mir. Da sind schon wieder zwei Wölfe. Wir laufen am Wasser entlang. Ja, die sind auch nicht mehr so. Achtet auf eure Energie. Ich habe die ganze Zeit nichts bei mir. Ich habe immer noch Angst vor dem Schwert. Greift ihr an? Nee. Wenn du Essen brauchst. Ah, ich habe angegriffen. Komm. Aua. Nahkampf. Ja. Sehr gut. Kotelette. So, wir müssen nach rechts weiter. Wir müssen weiter am See entlang. Und ich bin hinter dir. Ja. So. Ihr müsst mir folgen, auch wenn ihr nicht wisst, wer ich bin, aber ich laufe hinter euch. Achso. Dann lauf gerne vor. Oh, was ist denn da los? Lagerfeuer. Oh, da gehen wir auf. Nee. Oh, das sind vier Leute. Wir checken das sowas von ab. Das sind fünf Leute. Wir sind in Unterzahl. Ganz kurz zum Lama. Ernst? Nein, das sind in Unterzahl, Leute. Die sind schnell. Die sind warum rennt ihr da einfach hin? Wir sind richtig hart in Unterzahl. Wer tankt hier? Da waren Fragezeichen. Ja, gut. Guck mal, der eine ist schon tot. Oh, die haben Ausrüstung. Chill, alle schon tot. Okay. Wow. Sam, Alter, da oben ist noch einer. Ausrüstung? Da oben Kurzschwert. Ist noch einer. Kurzschwert? Ja, holen wir. Ist ja random. Keine Munition mehr. Scheiße. Okay, gut. So. Problem gelöst. Stark. So, wir müssen Lagerfeuer. Zurück. Habt ihr alles eingesammelt? Ja. Dann geht's jetzt in diese Richtung. Folgt mir, ich bin hier oben. Das bin ich. Doch oben. Okay. Hüpfend. Verwirrt. Das nächste Mal machen wir das mit Namen, okay? Hallo. Das nächste Mal spielen wir mit Namen. mit eigenen Klamotten. So, seid ihr da? Ja. Ich bin hinter dir. Wir sind Florentin. Ich schließ noch auf. Ja, ich schließ auf. Ja. Florentin ist seltsam still. Ich habe nur noch einen Pfeil. Ich muss sehr gut entscheiden, wie ich ihn einsetze. Ich habe noch drei. Also ich sehe keine Wölfe mehr, aber ich sehe auch keinen Lama mehr. Aber ich sehe meinen Rucksack. Wolf rechts? Ja, die Fee spawnt wahrscheinlich random. Ja, warte kurz, Florentin. Hier drei. Oh, danke schön. Habe ich noch Pfeile? Nein.
Ich habe meinen Rucksack, aber kein Lama. Wo ist das Lama? Hat dieser Wolf was damit zu tun, dass das Lama fehlt plötzlich? Hey, ich lasse mal jetzt so pinkste Schwerter gerade fallen, falls jemand braucht, weil ich habe keinen Platz mehr. Aber die Schwerter sind alle kaputt. Oh, ich habe 12 Pfeile. Die Schwerter sind alle kaputt. Perfekt für Florian. Ja, aber so ein bisschen kann man. Besser als nix, sage ich mal so. Weil Sarah hat ja zum Beispiel nichts. Willst du das noch Pfeile? Nicht. Ja. Ich würde sie jetzt fallen lassen. Ich habe nichts. Alter. Es ist mir immer so unangenehm, dass ich nicht weiß, wer von euch wer ist. Also ich stehe jetzt hier neben den Pfeilen und bin Rocket. Ah, danke schön. Ah, die 3. Gerne. Das ist eine Hütte. Dankeschön. So, wo wollt ihr jetzt hin? Oh, Hütte. Sarah nach. Ich wollte ein Lama sehen. Okay. Na gut, aber wollen wir... Na, das muss doch hier irgendwo sein. Das war genau hier. Das ist jetzt wieder weg. Nein, wir finden das. Okay, wir durchsuchen jetzt die Gegend. Ja, auf zur Hütte. Aber wollen wir nicht den... Naja, ich konnte das Lama ja nur sehen, weil die Fee mich hingebracht hat. Ich glaube, das ist so ein Event. Ach so. Ich glaube, das ist jetzt durch. Ja, glaube ich auch. Oh, Krokodil links. Krokodil? Na, oder ist doch ein Wolf. Naja, wollen wir diesen Weg mal weiter langlaufen? Ja, finde ich gut. Auf den Weg auf Berg. Da hinten nochmal so eine Hütte routen ist doch auch irgendwie lame. Ich will jetzt nochmal kurz was sehen. Ja. Der Ladebildschirm vorhin hat mir eine Wüste versprochen. Nee, Wüsten. Ich bin nicht kein Fan von Wüstenleveln. Wolf. Seid ihr alle da? Ja. Ja. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Gehen wir ganz hoch auf den Berg oder trennen wir den Weg entlang? Nee, lass mal ganz hoch, oder? Wusstet ihr, dass wenn ihr auf Shift drückt und dann quasi rennt, dass ihr es auch wieder ausschalten könnt? Ja. Wow! Also, wisst ihr, dass wenn ihr auf Steuerung drückt, ihr eine freaking Rolle vorwärts macht? Wow! Nein. Okay, das ist langsam. Das ist cool. Das war wirklich cool. Oh, wir müssten eigentlich wieder zurück zum dunkel. See. Es ist richtig dunkel plötzlich. Hier ist gar nichts. Moment, ich habe eine Fackel. Ich hab 6 Fackeln. Ich kann teilen. Ich habe auch eine. Auch jemand? Ja, gerne. Ah, nee, Moment, aufteilen. Leuchtet ihr noch mal. Leuchten. Da liegen jetzt 3. Kannst Florentin auch noch eine geben? Ja, ich sehe keine. Bin ich dumm? Ja, ich habe ein bisschen Inventarschwierigkeit gerade. Wirf einfach irgendwas weg und nimm das auf. Schön. Habt ihr jetzt jeder eine? Nee. Warte, ich lass fallen. Kann auch noch mal eine. Oder ich sehe. Da den Berg runter, die rutschen den Berg runter. Ah ja. Die Fackel rutscht. 4 Leute im Dunkeln. Wo ist die Fackel? Habt ihr die aufgefangen? Stark, los geht's. Ja, ich habe halt keinen. Aber wo gehen wir hin? Ich einfach hinterher. Es gibt keinen Plan mehr. Zurück zum Haus, oder was? Nee. Ich habe nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Wenn wir jetzt nicht auf Anhieb das Lama finden, was ich natürlich Sarah wünschen würde. Ja. Oh. Da hinten glitzert's. Wo? Oh. This way. Spinnen. Da hinten war was. Ich weiß nicht, ob es unser Lagerfeuer ist oder einfach nur ein Lagerfeuer. Aber da hinten glitzert's. Kann ich den abfackeln? Bist du RBTVP? Ja. Nee, ich lauf dir hinterher. Ich habe nämlich kein Licht. Ich habe dir doch eine Fackel gegeben. Nee, ich habe es noch nicht. Ich habe es immer noch nicht. Egal. Ich habe sie nicht gesehen. Also das Feuer ist nicht aus Lego. Aber ich kann dafür sowas töten. Sehr gut. Ich kann zwar nicht sehen, aber ich kann töten. Wartet mal ganz kurz, ich gucke. Oh, achso, das sind ist einige Skelette, Leute, ne? Weg, ja. Wir haben gerade richtig viele Skelette gepult. Kampf, wir müssen kämpfen. Alle. Okay. Alle. Reiner. Stark. Richtig nice. Also wirklich überhaupt kein Problem. Gut gemacht. Wir sind ja auch Skelette. Team. Ne? Nee, das, was ich gesehen habe, seht ihr da jetzt so rechts vor uns, das ist unser Lager. Das ist hinterm See. Man sieht das Wasser nicht, aber da kommt gleich Wasser. Aber jetzt laufen wir wieder, da war jetzt gerade das, was wir letztens gelootet haben, ne? Ja, hier ist der Ort, an dem die Banditen hausten. Genau. Ich würde sagen, wir verabschieden uns gleich hier am... Ja, wir gehen jetzt nochmal alle in unsere 4 Betten. Florentin, Sleepover. Ah, hier kommt noch, der will mit verabschieden auf jeden Fall. Ich bin dafür, dass wir hier nochmal auf die Mitte gehen hier. Da, wo Sarah das war tatsächlich ersten Selbstmordversuch. Ja. Aber könnt ihr mit der Fackel darüber? Ich glaube nicht. Oh, mit Fackeln schwimmen ist immer ein schwieriges Unterfangen. Die geht immer aus und an, wenn ich hüpfe. Ja. Yeah. Logik der. Ich fühle mich klar, so gehen wir jetzt noch mal nachts baden. Okay. Ich hatte da auch schon angefangen, einen Steg zu bauen. Vielleicht können wir uns dahin. Du hast einen Steg gebaut? Ach, schön. Das können wir auch noch mal bewundern hier. Der schöne Steg. Ist das nicht romantisch? Wow. Der Steg unter Sternen. Naja, das war in Richtung. Gut, dass man andere Leute nicht schieben kann, weil sonst wäre das hier. Ein herrliches Schlussbild für unseren kleinen Ausflug in Fortnite Lego. Wir haben viel erreicht, leider nicht alles. Sarah musste leider auf ihr Lama verzichten. Oh, ich bin runtergefallen. Und ich hoffe, du hast noch in der Zukunft die Möglichkeit, das nachzuholen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Und jetzt habt ihr noch mal ganz kurz die Möglichkeit, euch ein paar Snacks und was zu trinken zu holen. Denn es geht gleich los mit Pen and Paper.
Tor nach Carcosa. Bis gleich, haut rein. Vielen, vielen Dank an Sam, Sarah und Jen, dass ihr mit dabei wart. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Florentin. Haut rein. Schönen Abend noch. Danke, Florentin. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß euch.